Ihr wisst Bescheid, ihr wisst, wie es läuft. Jarak69 ist der Code. Was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu der Folge von Jarambo macht miese. Wir sind bei meinem Match des Lebens, bei meinem Titelmatch, Titelmatch Nummer 3, Jarambo gegen Niedernipp. Verdammte Scheiße, hab ich Bock. Ich würde sagen, das ist mein meistgeklicktestes Battle bei Dilteli. Insgesamt meistgeklicktestes Battle ist natürlich das Battle gegen Finch. Das liegt vermutlich nicht an mir. Aber wie gesagt, so das Match, wo ich mit am meisten abgerissen habe, ist dieses Match hier. Ich habe richtig Bock da drauf. Ich glaube, das wird eine XXXL-Folge. Das wird wahrscheinlich die längste Folge überhaupt, weil hier gibt es auch einiges, was ich euch erklären möchte. Also viele Lines, die ich euch erklären möchte, weil ich glaube, ich hatte noch nie so eine lange Vorbereitungszeit wie hier. Vorher, ne, jetzt in den letzten Jahren gab es tatsächlich Matches, die hatten schon ein bisschen mehr Vorlauf, wie das gegen Jamie. Das stand ein Dreivierteljahr fest oder sowas. Aber das hier waren, glaube ich, 6 Monate. Also nach dem Clap-Match, ein, zwei Wochen danach, haben wir das, glaube ich, final entschieden. Ja, das waren gute 6 Monate dann bis zum Dezember. Ja, und die habe ich auch genutzt. Also ich habe sofort angefangen. Ich habe dann zwischendurch natürlich mich ein bisschen aufs Alpha Royal konzentriert. Ich habe die Taggy-Parts geschrieben und alles, ne? Aber ich habe parallel immer an diesem Match gearbeitet. Das stand, glaube ich, kurz nachdem das Kato-Match im Alpha Royal fertig war und bevor ich mich dann ans Mighty-Match gesetzt habe, stand dieses Match eigentlich schon. Wir haben jetzt wirklich alles angeguckt, ne? Mein Weg dahin, den Weg des Titels, also auch wie Nidal, sage ich mal, den Gürtel gewonnen hat, wie Nidal den Gürtel verteidigt hat. Wir haben jetzt nicht jedes einzelne Match von Nidal geguckt oder sowas, ne? Aber ich kann euch noch mal kurz das letzte Jahr von ihm zusammenfassen. Er hat den Gürtel jetzt in diesem Fall seit über einem Jahr gehabt, ohne Verteidigung. Na, der hat ihn im Dezember 2016 gewonnen, im September 2017 verteidigt und jetzt zum zweiten Mal verteidigt im Dezember 2018. Nidal hat in der Zwischenzeit kein weiteres Match gemacht. Also, hat es gerade gebimmelt? Nee. Er hat, glaube ich, ein On-Beat-Battle gegen Clap gehabt auf dem Splash, aber er hatte diesmal im Gegensatz zu dem Champion-Jahr davor kein A Cappella-Match in der gesamten Zeit. War halt viel präsent in der Szene, also war auf vielen Events. Der war ja auch, der hat das Davey-Match von mir gehostet. Der stand bei dem Match gegen Clap, stand da direkt daneben. Also der war wirklich bei vielen, vielen Events am Start, hat gehostet, hat gejudged, hat sich irgendwie aktiv gezeigt, nur halt gebattelt hat er nicht. Ich glaube, das lag daran, dass der an einem Album oder war es eine EP, das war dieses 90 BPM-Ding, ich weiß jetzt noch nicht mehr, war das eine EP oder war das ein Album? Ich kann es euch gerade nicht sagen. Daran hat er auf jeden Fall gearbeitet. Dann hatte er mit Mighty ja auch Pläne an einem Gebrüder King-Projekt und sowas, ne? Deswegen, es gibt natürlich auch Gründe dafür, trotzdem irgendwo auch eine Angriffsfläche. Wir gucken uns das alles gleich nochmal in Ruhe an, weil ich auf bestimmte Sachen natürlich auch in den Parts eingegangen bin. Im Gegensatz zu vielen Battles, wo ich euch immer sage, lange her, dass ich das gesehen habe, ist das, glaube ich, nicht allzu lange her. Das habe ich mir auf jeden Fall 2023 irgendwann nochmal reingezogen. Deswegen kenne ich inhaltlich noch ziemlich viel, habe einiges auf dem Schirm, was da passiert. Ich versuche trotzdem echt zu reacten. Also wenn ich lachen muss, muss ich lachen. Wenn ich feiern muss, muss ich feiern. Aber wie gesagt, vielleicht nicht so wie bei Battles, die ich halt noch nie gesehen habe oder schon Ewigkeiten her sind und mir das alles nochmal neu vorkommt. Ja, ich bin an dem Tag das erste Mal, glaube ich, krank gewesen. Ich habe das seitdem sehr oft gehabt, dass ich in der Vorbereitung nochmal krank gewesen bin, dass ich kurz vorm Battle krank geworden bin und dann krank zum Battle fahren musste oder sowas. Ich habe nie ein Battle abgesagt in dem Jahr. Das ist jetzt was anderes, was passiert ist. Darüber wollen wir nicht sprechen, aber ich meine im Vorfeld, es gab nie ein gefixtes Match, wo ich gesagt habe, ey, ich muss das wieder absagen oder ich habe die Vorbereitung verkackt, mir geht's nicht gut, ich bin krank, ich kann nicht kommen oder sowas. Ich bin immer angetreten. Ich glaube aber, hier war es wirklich das erste Mal,
dass ich wirklich so übertrieben erkältet war. Ne? Das ist auch erst an dem Tag passiert, weil ich glaube, vorher war ich fit. Ich bin zusammen mit Jizzy und mit Sever nach Berlin gefahren. Wir haben bei Indoor-Stand gepennt und Jizzy wollte erst nicht mitkommen, weil der halt erkältet war und meinte, Bro, ich will dich auf gar keinen Fall anstecken. Ne? Und wenn ich jetzt mit dir da 8 Stunden im Auto rumhänge, dann wir noch in der gleichen Bude pennen und alles. Ne? Wer weiß, was passiert. Ich habe gesagt, komm, scheiß drauf, ich will dich auf jeden Fall dabei haben. Und genau das, was Jizzy vermutet hat, ist dann eingetroffen. Ich bin samstags aufgewacht und mir ging es richtig scheiße. Die Jungs sind dann schon alle zum Event gefahren. Das waren noch Zeiten, da habe ich noch nicht so gedacht, dass ich eigentlich immer erst kurz vor meinem Battle kommen möchte, sondern egal ob ich gebattelt habe, egal ob ich im Main Match stand oder wo auch immer, ich bin immer eine Stunde vorm Event da gewesen, habe mit den Leuten gechillt und habe mir alle Battles angeguckt und so weiter. Und hier war das erste Mal wirklich anders. Ich bin bei Indoor Stand in der Bude geblieben. Die Jungs sind losgefahren, haben sich das Event reingezogen. Ich war so ein bisschen im Austausch mit Jamie und ein paar Jungs vor Ort, wie weit die da sind, und bin dann irgendwann kurz vor knapp darüber. Ne? Trotzdem übelst motiviert, weil, wie gesagt, die Parts standen lange. Ich habe noch nie so viel Zeit in ein Battle gesteckt und ich glaube, ich habe auch noch nie so viel Struktur in einem Battle gehabt. Ne? Ich glaube, gegen Clap war das schon sehr strukturiert und auch so. Von der Aufteilung der Punchlines, wie lange baue ich einen Real Talk auf, bis dann irgendwas kommt, was knallt und sowas, das war da schon ganz gut. Gegen Taggy war das dann wieder nicht so der Fall. Da hatte ich zwar auch eine Struktur, was die Parts angeht, aber die Inhalte waren einfach nicht so krass. Im Alpha Royal habe ich das wieder weniger gemacht, ne? Da bin ich auch ziemlich generic geblieben, habe versucht, zwei Zeiler zu bringen, und wie gesagt, das für mich so mit dem Clap Rematch. Das erste Match, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich habe jede einzelne Line geprüft und bin mir sehr, sehr sicher, dass da alles Hand und Fuß hat, dass da alles eigentlich aufgehen muss, keine Füller drin sein werden, überall ein Highlight am Ende von einem Angle kommt und sowas. Und ich das Ding eigentlich nur verlieren kann, wenn Nidal mich komplett auffrisst. So, wir haben uns vorher, glaube ich, gar nicht viel ausgetauscht. Wir haben uns kurz vorm Match haben wir uns oben im Backstage gesehen. Das war ja, glaube ich, auch das erste Mal Festsaal Kreuzberg überhaupt. Nur kurz gefragt, ob alles cool ist beieinander und dass wir Bock auf das Battle haben. Mehr haben wir nicht geredet. Und dann ging es los. Ich weiß nicht, was ich euch jetzt noch dazu sagen kann. Ich glaube, das waren schon wieder einige Infos. Deswegen gucken wir mal rein. Und ich habe richtig Bock, wirklich. Yo, don't let the label label you. Drittes Title Match, seid ihr da? Yeah! 5 Jahre Dilltilly, drittes Title Match, wir sind mega gespannt, die Hütte brennt. Es gibt ein kleines Geschenk ab jetzt für jeden, der ins Title Match kommt, und zwar der liebe Künstler Flo Bader, der auch schon viele Dilltilly Sachen gemacht hat, ich stehe noch im Merch Stand, hat jetzt für jeden MC ein Porträt gemacht. Präsentier es mal, Vic. Hallo. Ja, ganz, ganz viel Liebe an Flo. Also hat uns, glaube ich, im Vorfeld. Nee, die haben uns das nicht direkt gesagt. Ich glaube, ich habe einmal kurz davon gehört, weil die haben mich irgendwas gefragt bezüglich des Bildes. Ne? Die haben mir nicht gesagt, du wirst da ein Bild kriegen und sowas. Die haben gesagt, du kriegst ein kleines Geschenk. Und irgendwas wollten die wissen. Ich komme aber auch nicht mehr drauf, was. Das heißt, ich hatte auf jeden Fall im Kopf, okay, irgendwas wirst du vorher oder nachher noch bekommen. Ich habe euch schon mal gesagt, ich bin wirklich so ein Mensch. Ich würde sagen, ich bin ziemlich bodenständig, so, also ich bin nicht abgehoben, ne, so das Abgehobene, das hau ich gern in Battles mal raus, weil inzwischen ist das wirklich meine ehrliche Meinung, dass ich das Gefühl habe, ich bin der King in dieser Scheiße, aber jeder, der mit mir ein paar Sätze austauscht, weiß, ich bin gar kein abgehobener Typ oder arrogant oder sonst was, und ich weiß solche Dinge einfach maximal zu schätzen. Wo ich das gesehen habe, ich habe schon gedacht, wie geil ist das denn? Na, wie gesagt, das Ding hängt bis heute hier. Ich glaube, ich habe ansonsten einen Award mal bekommen. Top-Tier-Takeover Battle der Saison. Habe ich auch noch irgendwo, muss aber sagen, alles in allem habe ich trotzdem das Gefühl, dass das Match gegen Kato nicht eins meiner besten Battles überhaupt war oder sowas.
Trotzdem bin ich natürlich sehr dankbar dafür, aber das hier, das ist schon was Einmaliges, ne? Das ist für mich genau wie ein Battle, eine Kunst, ein Porträt. Das malst du einmal für eine Person und der Preis dafür ist quasi unbezahlbar. Ne? Das ist Real Talk so. Ich erzähle euch ganz kurz eine Geschichte, warum ich das meine. Ich habe eine Yu-Gi-Oh!-Kartensammlung zu Hause im Wert von circa 10.000 Euro. Und ich habe mich mal irgendwann mit so ein paar Leuten hingesetzt und überlegt, wer sagt mir überhaupt, dass die Sammlung 10.000 Euro wert ist. So, das Ganze kriegt nämlich erst dann einen Wert, wenn du jemanden hast, der bereit ist, das Geld dafür zu bezahlen. Ich kenne natürlich die Karten, die ich habe, ich kenne den Wert der Karten, den Zustand der Karten und deswegen kann ich mir, wenn ich das alles so zusammenrechne, diese Summe ausrechnen. Aber ich habe mich dann so damit befasst, was gibt es denn so für krasse Karten? Ich habe die eine Zeit lang überall gekauft und sowas, habe mich dann damit beschäftigt, was sind so die wertvollsten Karten, wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, wenn ich wirklich so den Kingshit haben will. Also ich habe schon wirklich geile Sachen, so Yu-Gi-Oh! Ist glaube ich nicht so viel wert wie die ersten Pokémon-Karten oder andere Sammelkartenspiele oder sowas. Ich finde, ich fand die Serie einfach immer extrem geil, ich finde die Bilder, die Zeichnungen einfach übertrieben geil, deswegen habe ich da so eine Vorliebe für dieses Kartenspiel so. Und ich habe aber gar kein Interesse gehabt an so diesen teuersten Karten überhaupt, weil das sind so Turnierkarten, die es dann halt nur so 50, 100 Mal auf der Welt oder so gibt, ne? Wo irgendwo auf der Welt Turniere gemacht wurden und die Gewinner dieser Turniere haben dann immer so eine besondere Karte bekommen, die du anders gar nicht kaufen kannst. Und es gibt eine Karte, da steht im Internet, der Preis ist unbezahlbar. Warum? Weil das das einzige Mal war, dass, ich glaube, Konami hat die ja hergestellt und da gab es halt irgend so einen behinderten Jungen. Ich weiß nicht mehr, es gibt auch andere behinderte Kinder, die Yu-Gi-Oh! Fans sind oder so, aber dieser Junge hat aus irgendeinem Grund eine eigene Karte bekommen. Ne? Also eine Karte, wo so sein Gesicht ungefähr als Anime-Zeichnung drauf ist und die wurde ganz offiziell hergestellt und dem übergeben. Und der hat halt irgendwann gesagt, ey, diese Karte verkaufe ich niemals im Leben und deswegen ist dieses Ding unbezahlbar. So, und genau diesen Wert hat dieses Bild für mich. Ich will jetzt nicht sagen, wenn ich irgendwann kein Geld mehr für was zu essen habe, kein Land mehr sehe und dass das einzige ist, wo es irgendeinen Typen geben würde, der sagen würde, ey, ich zahle dir für dieses Bild eine Summe X, womit alle deine Probleme verschwinden und du die perfekte Basis für einen Neuanfang hast, so. Ich glaube aber nicht, dass es dazu kommt. Deswegen sage ich, solange dieser Fall nicht eintrifft, könnt ihr mir bieten, was ihr wollt. Fangt gerne damit an, ne? Schreibt die Checks und so weiter. Dieses Bild kriegt ihr niemals. So, das bedeutet mir so viel, das werde ich für kein Geld der Welt hergeben. Real Talk. Deswegen, kleine Geschichte dazu. Ganz, ganz vielen Dank. Ja, Liebe wirklich an Flo Bader für das Ding. Hängt hier im Hintergrund, wird nie abgehangen, wird nie weitergegeben, wird nie zerkratzt, angemalt, dürfen meine Kinder nicht anfassen, dürfen die nur angucken mit 2 Meter Abstand, so eine Armlänge Abstand mindestens, so ganz heiliges Gemälde für mich. So, und jetzt kommen wir mal zum Battle. Also, wenn MCs nicht hungrig waren, wenn MCs nicht hungrig genug waren auf dem Title Match, vielleicht jetzt, wenn sie nochmal ein geiles Ding bekommen umsonst, komm, Flo Bader, mach mal Lärm für ihn bitte. Jetzt bitte introducing favorite host of the fucking battle scene, Big Chief! Yeah! Yo, 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 ich möchte hier mal abchecken, wer jetzt hier wirklich alles am Start ist, Alter. Wer ist angereizt aus der Schweiz? Grüezi Schweiz, macht mal Lärm! What, Leute, wer erwartet? Wer ist aus Österreich da? Wer ist aus dem Süden da? Servus Süden! Wer kommt hier aus dem Norden? Moin! Ja! Wer kommt aus fucking NRW und dem Norden? Ja! Und wer ist hier am Start? Aus der Stadt des Champions, aus Hannover! Ja! Und eine Fraktion Hannover, Junge! Vergessen! Deshalb, wo sind wir hier bitte? Wer ist hier aus Berlin? Das ist einfach auch eine Kulisse, das ist geisteskrank. Wirklich das letzte Mal jetzt, bevor wir mit dem Battle starten, noch ein paar Worte dazu. Festsaal Kreuzberg, es hat mich wirklich beeindruckt. Ne? Also ich muss sagen, grundsätzlich
seit ich ein paar Mal Battles gemacht habe, ich komme immer in so einen gewissen Zustand, wenn ich die Location betrete, ne? In der Regel auch, wenn ich Matches, die vorher stattfinden, so ein bisschen mitkriege. Vor allem, wenn die gut sind, ne? Und die Crowd dann extrem ausrastet, dass, wenn ich danach dran bin, dann habe ich immer so einen gewissen Druck und alles, ne? Deswegen gebe ich mir das halt nicht mehr. Aber ansonsten muss ich sagen, dass da jetzt 1300 oder wie viel gehen da rein, stehen und sonst stehen da 400, 500 Leute oder sowas. Diesen Unterschied, der macht mich jetzt nicht nervöser oder sowas, ne? Weil ich komme wirklich in einen Tunnel rein und da ist dann egal, wie viele da stehen. Ich glaube, ich hätte eher ein Problem damit, wenn gar keiner da steht, ne? Also wenn ich jetzt so ein Farid Bang auf Level Cynic gegen Mighty Match machen würde, ich glaube, da würde ich viel weniger mit klarkommen. Wenn da einfach zwei Leute stehen oder noch vier Leute, die irgendwie ein Auto festhalten und überhaupt keinen Bock auf das Battle haben, also quasi tote Crowd und so. Ich glaube, das ist für mich viel schwieriger, als wenn da wirklich eine Masse an Leuten steht. Ne? Deswegen, das ist ein richtig geiles Gefühl, da zu stehen, aber ich muss sagen, so eine Angst oder so hatte ich davon nicht, aber es ist einfach ein ganz anderes Bild. Aber sobald ich das erste Wort spreche, bin ich in einem Tunnel und nehme das alles gar nicht mehr so wirklich wahr. Und deswegen kann ich euch nur sagen, so einen besonderen Druck oder so habe ich da jetzt nicht, im Gegensatz zu anderen kleineren Locations oder irgendwas, aber es hat einfach Spaß gemacht, weil wie gesagt, auch das haben wir vorher in der Größe bei Diltily noch nie gesehen. Yes, Mann, das ist die Stadt, die er sich heute glücklich schätzen darf, Austragungsort zu sein. Wir haben uns das einfach verdient. Bei uns gibt es den geilsten Döner, die geilste Currywurst. Bei uns kann man CBD am Späti kaufen. Shoutout an Bunte Blüte. Ja, das war hier mit Promotion und so. Ey, ich mach die Scheiße jetzt ohne Mike weiter. Berlin, ihr wisst, was geht. Ey, yo, Berlin! December 3, Title Match! Yeah. Und auf dieser Seite steht der Champion, der sich diesen Gürtel hier im Jahr 2016 erkämpft hat und ihn seitdem trägt und unsere Liga hier so geil repräsentiert, dass man nur stolz drauf sein kann. Titel verteidigt! Letztes Jahr, 2017, gegen Lyrico. Und hungriger denn je, jetzt hier den Hattrick klar zu machen. Show some respect for your leader. Der Champ dieser Liga macht Lärm für Nia! Ja, ich muss doch noch mal auf Pause machen. Absoluter Killer, absolute Legende, ne? Der erste Champ, verteidigt alles, also Niedernipp fehlt dieser Szene wie kaum ein anderer, das ist schon geisteskrank. Das wollte ich einfach nur nochmal erwähnen, was ich vielleicht eben auch noch sagen wollte, das ist mir jetzt untergegangen. Ich glaube, die Karten für mich standen tatsächlich trotzdem etwas besser, ne? Mit einem Thema, was ich gleich auch nochmal aufmache, ne? Dass Nida jetzt auch lange nicht da war, dass ich, sage ich mal so, der erste von den Contendern war, die jetzt ins Titelmatch kommen, an die viele vorher nie geglaubt hätten. Ne? Das war wirklich so eine Story von ganz unten nach ganz oben. Und ich glaube, viele wollten einfach nicht, dass das im finalen Moment kaputt geht. Ne? Ob ich jetzt hier einen Vorteil von der Crowd hatte, weiß ich nicht. Ne? Wir werden gleich reingucken. Ich versuche es wirklich neutral zu bewerten. Aber ich glaube, das waren so die Karten davor. Ich glaube, wo die Ansage kam mit dem Titelmatch nach dem Clap-Rematch, da haben viele dem zugestimmt. Wo das Taggy-Match kam, haben es dann viele wieder so ein bisschen angezweifelt, ob ich der richtige Mann dafür bin. Für mich war das ehrlich gesagt ganz gut, dass es so war, ne? Weil das hat mir ein bisschen Druck weggenommen, die Erwartungen so ein bisschen runtergezogen mit dem Alpha Royale. Glaube ich, die haben im Vorfeld nämlich so ein paar Battle-Rapper, die haben da so eine Umfrage gemacht, so ein YouTube-Video, was denkt ihr, wer wird gewinnen? Und da haben viele gesagt, ey, wer jetzt noch das letzte Match gegen Mighty gesehen hat im Alpha Royale, wenn er das, so eine Leistung oder noch besser im Titelmatch bringt, dann kann er sich das Ding auf jeden Fall holen. Also ich freue mich, das Ganze jetzt wirklich Step-by-Step durchzugucken und wie gesagt, an alle, die kurze Reactions haben wollen, da seid ihr heute wirklich falsch, weil hier werde ich mir sehr, sehr viel Zeit für nehmen. Wir
Wir haben ihm bis jetzt Brian Damage entgegengestellt, Lyrico entgegengestellt. Und wir sind umso mehr überzeugt, dass es in diesem Match hier eventuell, sage ich doch mal, gelingen kann, dass hier ein Title Switch stattfindet. Denn auf dieser Seite steht Bonds Most Wanted, aber auch der in ganz erklärt Battle Rap Deutschland Most Wanted durch uns bestimmte Title Contender, angereist aus Bonn, macht Lärm für Jordan! Kingshit, Alter! Ich muss nicht mehr sagen, Alter! Auf welcher Seite geht's mal los? Wir! Der jetzt hier reinlabert, Fester Kreuzberg, ist ein richtiger Hurensohn! Ihr wisst es, Alter! Let's go! Erste Runde! Jarambo! So, heute fick ich Nidal Nip in seinen haarigen Arsch. Ey, du hast nicht mal die Eier anzufangen. Das nenn ich mal einen islamischen Staat. Ich unterbreche direkt nach der ersten Line, weil ich glaube, das habe ich vorher auch vielleicht ein, zwei Mal gemacht. Vielleicht war das sogar das erste Mal. Ich habe hier zwei Lines gehabt. Entweder die. Die andere wäre vom Punch her genau gleich gewesen, aber ich habe einfach, wir haben vorher wirklich nicht ausgemacht, wer anfängt. Wir haben das erst vor Ort 10, 15 Minuten vorm Battle geklärt. Ich glaube, ich wollte nicht anfangen. Nidal hat einen Münzwurf im Backstage gewonnen, hat gesagt, ich soll anfangen. Und dementsprechend habe ich das Ganze dann so gerappt. Und ich hatte im Kopf, ich kann den Punch genauso bringen, aber irgendwie umgedreht, ne? So von wegen, ich weiß es nicht mehr, aber ungefähr genau das Gleiche, so nur halt so vom Sinn, okay, er hat angefangen, das nenne ich dann halt einen islamischen Staat. Ich weiß es, ich krieg's leider gerade nicht mehr genau zusammen, ne? Aber es gab auf jeden Fall zwei Optionen für diese Line mit exakt demselben Punch. Halt Variante A, ich fange an, Variante B, er fängt an. Ne? Ich kann es euch leider gerade nicht mehr sagen, wie die Option genau gewesen wäre. Ne? Aber kommen wir mal zum Titelmatch, Motherfucker. Titelmatch Nummer 3, Ära geschlossen. Ey, der Ring verlässt am Ende den Hobbit. Ich hau den Champ aus den Socken. Junge, bevor du heute nochmal verteidigst, werden die Grenzen geschlossen. Also nie. Aber da ist ja unser Gürteltier. Warst ja lange weg. Ja, und das sind so Dinger, die retten mich oft, ne? Weil ich muss jetzt sagen, so dieses mit den Grenzen geschlossen, ich weiß gar nicht mehr. Das ist dann, Mann, wenn Jarambo versucht, irgendwelche politischen Lines zu schreiben, wo der eigentlich absolut keine Ahnung von hat. Also dieses, kommen wir mal zum Titelmatch, Motherfucker. Das war so ein Easter Egg, so ein Running Gag. Ich habe euch ja eben gesagt, es gab dieses Video, wo die vorher so gesagt haben, diese Battle Rapper, wer ihrer Meinung nach gewinnt. Und da wurde 5 oder 6 Mal Ares eingeblendet. Weil er immer, weil er hat so seine Ansage so angefangen mit, und jetzt kommen wir mal zum Titelmatch, Motherfucker. Und diesen Schnipsel, den haben die halt, keine Ahnung, 3, 4 Mal in diesem Video reingeballert. Und fand ich halt einfach nur lustig so, ne? Ich glaube, haben viele aber nicht gecheckt, weil das Video jetzt auch nicht so viele gesehen haben. Aber das mit dem Grenzen geschlossen, nicht so die Überleihen und dann dieses Nachtreten, ne? Wie es Nidal auch zu Lyrico gesagt hat, ne? Da rufe ich noch hinterher ein, das ist Motherfucking Lyri-Rapper. Das hat's jetzt irgendwie gerettet nochmal, ne? Und so ein bisschen Crowd-Reaction nochmal hervorgerufen, weil die Line davor war, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, wie die gemeint war. Warst ja lange weg. Ich selber kenne dich inzwischen schon fast nur noch von Fotos. Denn das Aushängeschild dieser Liga sieht man seit einem Jahr nur in Top-Tens, Battle-Graphien oder sonstigen Dokus. Nur das Splash, das hast du mitgenommen. Und selbst das war am Ende auch weniger Battle als Promo. Und genau deshalb gibt's heute auch jede Wette deinen Thronsturz, du Homo. Ja, ab sofort ist der neue Champ im Haus. Mann, ich zieh dem Syrier die Grenzen auf. Junge, neben mir löst sich dein 90 BPM Gangster-Sound wie eine lila Wolke zu Lavendelstaub. Ey, ich stopf dein Schändermaul auf engstem Raum und häng dich mit gesenktem Haupt neben 18 anderen Battle-Rap-Skeletten auf. Das ist so ein jahrhundertelanger Sektenbrauch und heißt im Endeffekt, wirst du heute gebankt von Lauch, denn ich einmal in deiner persönlichen Top 10 auftauch. Yeah!
Ja, und ich glaube, jetzt bin ich so ein bisschen drin. Ich muss auch sagen, die Line noch mit dem Thronsturz, du Homo und sowas, ist okay, ne? Aber also das ist erstmal eine Ansage, aber ich finde, da fehlt mir irgendwie in dem Battle noch die Attitude, ne? Wie gesagt, ich war angeschlagen, ich habe mir eine Ibo vorher reingeballert, ich habe versucht, den ganzen Tag bei Indoor-Stan in der Wohnung Tee zu trinken und irgendwie ein bisschen, ja, auszukurieren. Aber es war schon extrem anstrengend, da reinzukommen. Ich glaube aber, jetzt bin ich drin. Und auch die Line hatte für mich wieder so einen Bezug, weil Nidal hat, habe ich euch beim letzten Mal gesagt, als allererstes, glaube ich, eine Battle-Graphie gemacht. Und dann hat Dilteli mit dem noch so ein Format gemacht. Genau, da sollte der seine aktuelle Top 10 auflisten und kurz was zu den Jungs sagen oder sowas. Und da kam der Goat halt nicht vor. Und da habe ich direkt gesagt, alles klar, das muss eine Line werden, weil heute wird dir der Gürtel weggenommen von jemand, den du nicht mal in deiner Top 10 siehst, so, ne? Deswegen, also, die hat für mich schon jetzt geknallt. Also rede nicht so viel. Ey, dein Kopf sieht aus wie hergestellt in so einer Lego-Industrie und ziehst du einmal deine Kappe aus, wird man meinen, du kommst gerade von der Chemotherapie. Deshalb nenne ich dich Eierkopf. Denn deine Frisur ähnelt meinen Sackhaaren. Ja, streichelt man diesem halben Hemd einmal über die Frise, könnte man glatt an diese Gummizipfel am Reifen eines Fahrrads denken. Also sag ruhig, ich hab vielleicht eine Nase wie der Punisher. Junge, du hast einen Wasserkopf wie Aquaman, Alter. Ja, ist so, Alter. Nidals Kopf sieht aus wie Chief sein Arsch. Aber trotzdem bringt dieser Maschinenpirat auf den Splash gegen Klepp einen ganzen Part voll Kieferbars. Junge, das war ein Selbstdiss auf dem Splash, ich schwöre. Ich meine, hast du in meinen Spiegel geschaut? Du bringst Kieferbars, dabei siehst du selbst so aus wie Klepp als Türke. Dein Hirnkasten ist doch auch voll eckig. Also frag dich mich, was labert dieser Nidal-Nipp für einen Scheiß? Mann, ich denk seit über einem Jahr, du wärst bei jedem FIFA-Spiel dabei, an der Linie zum Entscheid, denn deine Kopfform passt perfekt zu jedem Schiedsrichterverweis in Richtung Videobeweis. Ja, und ich wollte mir hier auf jeden Fall treu bleiben, ne? Also ich hab so ein paar. Also ich finde, das ist bis jetzt null generic, die Runde. Na, also so die ersten Lines, ob die jetzt extrem geknallt haben oder nicht, aber das hatte alles schon einen Gegnerbezug, ne? Alles hatte irgendwas mit etwas zu tun, was im Vorfeld passiert ist, was niedergemacht hat und so weiter. Und jetzt habe ich so das erste Thema, das ist halt sein Schädel. Das ist diese Line mit Clap, die hat gekillt, glaube ich. Und das ist auch sowas, ich weiß nicht, ob das generell so mit der Einstellung von Nidal zu diesem Match zu tun hatte. Wir hören ja seinen Part gleich und was er direkt am Anfang halt hier erzählt. Oder ob er, keine Ahnung, generell auch so einfach von meinen Lines und manchmal diesen absurden Bildern auch einfach so ein Lächeln rauskriegt, ne? Weil ich habe das gegen Mars B geschafft, ich habe das gegen Robscure geschafft, ich habe das, glaube ich, gegen einige geschafft, die eigentlich gar nicht bekannt dafür sind, über Bars des Gegners mal zu lachen oder so die Defense halt zu verlieren, ne? Weil es dann einfach zu lustig oder sonst was ist. Ich verstehe mich mit Nidal bis heute super, würde ich sagen. Wir haben aber auch nicht extrem viel miteinander zu tun. Nie gehabt. Ne? Also wir haben nie privat miteinander gechillt. Wir sind eigentlich auch nie nach einem Event noch irgendwo essen gegangen oder sowas. Wir haben einfach hin und wieder mal Kontakt gehabt, ein bisschen geschrieben, auf den Events immer ein bisschen Smalltalk gehabt. Also alles positiv, aber mehr war da halt nicht so. Ne? Und deswegen würde ich sagen, gegen Lyri, wo er ja gesagt hat, dass das Verhältnis vor dem Battle deutlich besser war, da hat er auch nicht die ganze Zeit bei Lyris Lines gelächelt oder sowas, ne? Und deswegen, ich weiß nicht, woran es hier liegt, aber ich glaube teilweise natürlich schon an den Inhalten, ne? Dass er das schon lustig findet und da auf jeden Fall einfach mitgeht, ne? Vielleicht ist das aber auch so ein Sicherheitsgefühl, dass er sich irgendwie denkt, ey, das ist gerade alles ganz lustig, aber das alles, was bisher gekommen ist, wird nicht dagegen ankommen, was gleich von mir kommt, ne? Das habe ich dann auch schon mal. Wenn ich so einen Part vom Gegner höre und mir sicher bin, ey, das ist alles schön und gut, aber ich weiß, was ich gleich bringe und das kommt da nicht dran, dann fällt es mir umso leichter, so ein bisschen lockerer in der Defense zu sein, so, weißt du, und auch ein bisschen zu lächeln, ein bisschen zu feiern und sowas, ne? Als wenn ich das Gefühl habe, oh shit, der frisst mich gerade ein bisschen auf, so. Und dann noch diese platte Nase, was ist da denn passiert, hä? Zu viele Headbutts verteilt mit deinem Hitzkopf oder kommt das nach zu vielen Rimjobs? Ey! Wenn du mal einen richtigen Job suchst, die Winkelgasse hat angerufen, die suchen noch ein paar Angestellte für Gringotts.
Und das hat mich schon wieder ein bisschen genervt, weil ich weiß nicht, ob ihr das merkt so, ne? Mir sagen immer die Leute von außen, man merkt es absolut nicht. Ich weiß es natürlich hundertprozentig. Ich habe die Line verkackt, ne? Diese Rimjobs-Line, die habe ich irgendwie nicht so aufgebaut, wie sie in meinem Text stand. Na, also da habe ich irgendwie ein Wort vertauscht oder irgendwie, keine Ahnung, der Satz war zu kurz oder zu lang, irgendwie war die falsch, aber dann haben die Leute gelacht und das hat mich irgendwie ein bisschen gerettet, dass die eigentliche Punchline danach nicht irgendwie zu kurz oder zu lang klingt, weil die eh durch diese Crowd-Reaction kurz unterbrochen worden ist. Na, also so ein paar Dinge laufen hier auch ganz glücklich für mich so im ersten Part, weil ich muss sagen, auch wenn es mega lustig ist, da stehe ich hundertprozentig dahinter, das sind alles gute Lines bis jetzt, aber ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht im Beast-Mode, ne? So im Kampf-Mode, im Pitbull-Mode, ich bin noch so auf dem Weg dahin. So. Ich will, aber ich weiß es nicht, bin noch nicht ganz warm. Du Kobold, ey, und dann bist du so klein, dass du schon fast in meinen Kicker passt. Ey, und ich weiß, Battle Rap ist keine Kissenschlacht. So gab's innerhalb von 4 Jahren sicherlich die ein oder andere Line, die mich etwas gekitzelt hat oder so getroffen, dass mir innerlich ein Pickel platzt. Aber dennoch kam die größte Beleidigung in dieser ganzen Zeit von dir, als du uns beide vor knapp 3 Jahren öffentlich verglichen hast. Kurze Aufklärung, wirklich kurz. Das weiß ich noch ganz genau. Das war nach meinem Battle gegen Indoor Stan. Ich glaube, vorher hatte mich wirklich kaum einer auch bei Diltily so wirklich auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, Nidal hat damals, das waren noch Facebook-Zeiten, wo das geteilt worden ist. Und da hat Nidal, meine ich, den Link zum Battle geteilt. Und dann konntest du ja immer so einen Text darunter schreiben. Und da hat Nidal dann irgendwie reingeschrieben, zieht euch das auf jeden Fall rein, ist ganz witzig. Und der Typ sieht irgendwie so aus wie ich, wenn ich auf Crack wäre und Penner wäre. Und irgendwie so, also er wollte irgendwie damit aussagen, ich krieg den O-Ton nicht mehr hin, aber so nach dem Motto, so Jarambo sieht aus wie Crack-Version von Nidal und sowas. Und ich dachte direkt, what the fuck, Junge? Hier ist die Antwort. Wir sehen uns ähnlich, Digga. Wo sehen wir uns denn ähnlich? Die einzigen zwei Personen, die mir ähnlich sehen, sind Edward Norton und Alf. Real also, talk. Edward Norton und Alf. Also laber mal keinen Scheiß, Junge, wir klingen auch nicht gleich. Lern du erstmal Deutsch, du Vogel. Dann wären auch deine Parts nicht so muftig. Oder erklär uns gleich mal bitte, auf welcher Baumschule man dir beigebracht hat, dass bei einem Semikolon das Komma auf dem Punkt ist. Ja, ey, und hier ganz kurze Frage an euch. Warum kommt Nidals Reaction? So, weil das ist jetzt so eine Reaction, Digga, dein Ernst, Digga, hier, Line mit Bart, schon wieder der Vorwurf, ne, also, das ist ungefähr die Reaktion, die ich genauso bei ihm machen müsste, wenn er jetzt mit Pedo, Nazi, frauenfeindlich, homofeindlich, was auch immer, so mit diesen Lines ankommt, dann müsste ich genauso machen, ah, Digga, so, du bist jetzt der 1 millionste Gegner von mir, der das macht, ne, macht er das deswegen, weil, wenn ihr wisst, in welchem Battle die Line schon mal zitiert worden ist, wir haben jetzt die Titelmatches durchgeguckt, da waren ein paar Zitate von ihm. Ich glaube, Brian war das mit den Zitaten. Der hat aber nicht die Line rezitiert. Gab es irgendeinen anderen, der gegen Nidal auf dieser Line rumgeritten ist? Weil ich habe es auf jeden Fall nicht auf dem Schirm, dass sich einer die schon mal rausgepickt hat. Und ich als jemand, der so viel Grammatikfehler oder so schon mal in seinen Texten hatte, mir ist sofort aufgefallen, Digga, was für Semikolon. Warte, ich check nochmal ab. Hier ist es auf der Tastatur. Der Punkt ist auf dem Komma und nicht das Komma auf dem Punkt. Ne? Und ich wusste sofort, wo ich das gehört habe, wenn du irgendwann gegen Nidal battlest, das musst du zitieren. Ne? Aber er, also ich weiß nicht, er tut so, als ob er den Vorwurf auf diese Line jetzt schon zigmal gehört hätte, so. Nicht mal einmal von jemandem, sondern als ob das schon in 3, 4 Battles gesagt worden ist, ne? Oder keine Ahnung, weil bisher lacht er viel, ne? Nimmt vieles so locker und weiß nicht, das ist das erste Mal, dass er so ein bisschen abgefuckt wirkt oder so. Digga, dein Ernst, schon wieder die Line? Zitat von Nidal, bei dir denke ich an Semikolon, Junge. Komma auf den Punkt. Wird eigentlich nur von der hier getoppt. Ey, du denkst, du bist der Ober-G, ne? Wie dieses schwarze Obst. Junge, was für Obst! Okay, und das habe ich, glaube ich, auch im Interview danach schon zugegeben. Das ist eine Sache, da fühle ich mich nicht gut mit. Also ich glaube, wenn wir die Runde bis jetzt gehört haben, wir hören uns gleich die 2, 3 Punchlines dazu noch an. Ich glaube aber, darauf folgen jetzt
zwei oder drei Lines. Und ich glaube, dass das nicht die Lines sind im Battle, die am Ende das Match zu meinen Gunsten oder zu seinen Gunsten entscheiden werden. Trotzdem ein Move, der sehr, sehr ekelhaft ist. So, es ist eigene Dummheit, ne? Das Interview werde ich mir auf jeden Fall nicht angucken hier nach. Das könnt ihr gerne machen, ne? Link ist bei mir in der Videobeschreibung. Wenn ihr das noch nicht kennt, zieht's euch rein. Da haben wir nämlich auch über diese Line gesprochen. Er hat das definitiv nicht so gesagt. Und das war mir klar, ne? Und so bewusst etwas falsch wiederzugeben, ne, oder Fake Real Talk, hasse ich wie die Pest, ne, und deswegen sag ich, ich gebe das hier definitiv zu, ich habe eine Erklärung dafür, so, ne, trotzdem hätte man auch anders damit umgehen können. Das Ding ist, in meinem Text stand die ganze Zeit, ihr habt ja jetzt auch gesehen, so, es war jetzt nicht alles so auf den Reim mit Obst oder sowas, ne, also ich habe das Ganze halt getauscht, weil ich die ganze Zeit im Text hatte, wie er das zitiert hat, du bist der Ober-G, ne, wie diese schwarze Frucht. Das war das Zitat, ich meine gegen Fischer. Ich habe immer, seit ich die Line gehört habe, das Gefühl gehabt, das ist falsch. Ich habe es nicht gegoogelt, aber in meinem Kopf war eine Frucht immer ein Obst und kein Gemüse. So, inzwischen habe ich gehört, ey, selbst Nüsse können Früchte sein oder Gemüse kann eine Frucht sein und Obst ist noch wieder was anderes. Ich weiß bis heute nicht genau, wo jetzt der Unterschied ist. Also zwischen Obst und Gemüse ist mir klar. Aber welches Obst jetzt eine Frucht ist, welches Obst keine Frucht ist und welches Gemüse eine Frucht ist und keine Frucht. Damit habe ich mich noch nicht fertig auseinandergesetzt, aber ich habe zu diesem Zeitpunkt wirklich Real Talk, ich schwöre auf alles, was mir heilig ist, gedacht, Frucht ist immer Obst, ne? Und dass die Line deswegen falsch ist. Hab das geschrieben, hab das gelernt. Und es war etwas mehr als eine Woche vor dem Battle, dass ich glaube, Sever oder Jizzy meine Parts gezeigt habe. Ich weiß nicht mehr, wer von den beiden das war. Und auf jeden Fall, einer von den beiden hat mir dann gesagt, Digga, eine Aubergine ist eine Frucht. Und ich meinte, nein, Mann, eine Aubergine ist Gemüse. Und ich glaube, Sever war es, ne? Oder Jizzy, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, einer von den beiden meinte dann, Bruder, hundertprozentig, guck nach, eine Aubergine ist eine Frucht, Mann. Eine Frucht ist nicht immer Obst. Und ich dachte so, fuck, Alter. Fuck, Mann. Das sind jetzt drei Lines oder so. Und ich habe mir einfach so in die Hose geschissen, dass wenn ich diesen ganzen Teil jetzt streichen muss, dass der so krass in meinem Kopf ist, ne? Weil vielleicht für Leute, die noch nie ein Battle gemacht haben oder für Leute, die anders lernen, für die der Ablauf auf der Bühne ein anderer ist, ich komme in einen Tunnel und ich sehe vor mir mein Textblatt. Also vor meinen Augen ist nichts anderes als der geschriebene Text und den gehe ich Step by Step durch. Deswegen habe ich auch manchmal Probleme, wenn ich zu früh unterbrochen werde, die Line zu wiederholen, weil ich genau vor mir sehe, wie es weitergeht und schon voll rauskomme, wenn ich überlegen muss, ey, was habe ich vor 3 Sekunden gesagt? Wo wurde ich unterbrochen? Wie ging die Line nochmal los, die ich gerade vor 3 Sekunden gerappt habe? Und ich habe einfach in dem Moment gedacht, scheiße, wenn du das ganze Ding jetzt streichst, weil es keinen Sinn macht, dann komme ich gegebenenfalls raus. Dann verchecke ich eventuell, mit welcher Line musst du dann weitermachen. Ne? Ich sag euch, Real Talk, hört's euch an, die Lines sind definitiv nicht so übertrieben stark, dass die das Battle am Ende entscheiden würden. Ne? Das heißt, ich hätte gar kein Problem damit gehabt, diese Lines rauszustreichen, wenn mir das einen Monat vorher aufgefallen wäre. Ne? Und ich habe jetzt 2 Optionen gehabt. Entweder ich lasse das halt alles so stehen. Das wäre der ehrenhafte Move gewesen. Ich hätte mich natürlich zum Horst gemacht oder vielleicht hätte es den einen oder anderen gegeben, der genauso hohl ist wie ich und der auch gesagt hätte, ey, eine Frucht ist halt Obst und kein Gemüse und hätte darüber gelacht und die Lines gefeiert. Aber alle anderen, die halt Ahnung davon haben, die hätten gesagt, Digga, was labert der da? So, ne? Also so, der Engel wäre irgendwie ins Leere gegangen und ich hätte noch wie ein Idiot ausgesehen. So. Und deswegen habe ich mich quasi für den Piraten-Move entschieden. Ne? Ist nicht cool, stehe ich zu, tut mir leid, habe ich mich bei Nidal auch mehrfach für entschuldigt, tue ich jetzt nochmal, weil das ist einfach eine Art und Weise, das feiere ich in Battles gar nicht. Ich hasse das, wenn das Leute gegen mich machen. Ich finde das auch sehr krass, dass Nidal hier ruhig bleibt und der weiß ganz genau, dass er es nicht so gesagt hat. Er zeigt es ganz klar mit dem Finger. Aber ich glaube, es gibt viele andere, die hätten auch gesagt, Digga, laber keine Scheiße, ne? So, die hätten reingeredet, die hätten gesagt, so habe ich das nicht gesagt, so, ne? Und deswegen, wie gesagt, Option B war, ihm das Wort im Mund einfach umzudrehen und den Angle, so dass er halt logisch ist, durchzubringen, aber dafür
wie gesagt, dem Gegner halt falsche Worte in den Mund legen. Ne? Feier ich nicht, ne? Dementsprechend ist das für mich auch irgendwo ein Punktabzug, was jetzt passiert. Ne? Aber ja, das waren die 90er, ich war noch jung. Ich hab's halt so gemacht, ne? Ich kann mich nur dafür entschuldigen, ich kann's nicht rückgängig machen. Schande auf mein Haupt. Hey, ihr kennt das sicher alle. Da sitzt man im Sommer am Strand mit super Hosting-Bikinis, so ein Obstsalat am Fressen, voll mit Mangos, Melonen und Kiwis, bis man angewidert feststellt, ne, da fehlt jetzt noch Aubergine und Zucchini. Das ist echt übel. Guck mal, ich stehe heute hier und küsste nie einem Liga-Chef seine Füße. Nein, ich war eher unerwünscht. Aufgrund meiner verächtenden Flüche steht trotzdem inzwischen auf den fettesten Bühnen. Splash, Titelmatch, fehlt eigentlich nur noch so ein Bilingual Battle gegen Jack Dragon auf Mandarin, ne? Wie dieses gelbe Gemüse. Ja, die ist halt auch so ein bisschen in der Reaction jetzt untergegangen, ne? Also falls man es nicht so versteht, das war jetzt für mich so die Abschlussline zu diesem Aubergine-Thema, ne? Dass ich sagen wollte, ey, ich habe schon dies und das, jedes Battle gemacht, fehlt nur noch ein Bilingual-Battle auf Mandarin, ne? Wie dieses gelbe Gemüse. Also ich glaube, entweder haben viele Leute das so, ne? Du hast ja auch viele Hats, viele Leute, die jedes Punchline-Quiz gewinnen würden, viele, die ganz genau wissen, der hat nicht Frucht gesagt. Vielleicht hat das so ein bisschen dem ganzen Aufbau jetzt eh schon weggenommen, ne, weil das ist halt genau das, was ich meine. So, die eine Line, die hat halt noch Reaction gebracht, die zweite und die dritte aber gar nicht mehr. Und deswegen sage ich, zieht mir hier einen Punkt ab, ne, ist auf jeden Fall eine uncoole Aktion. Aber was man halt auf jeden Fall nicht sagen kann, ist, dass das Ding, die drei Lines jetzt irgendwie matchentscheidend oder auch nicht rundenentscheidend waren. Ne? Ich hätte es mir wirklich sparen können und hätte ich es ein bisschen früher auf dem Schirm gehabt, dann hätte ich diese drei Lines einfach rausgestrichen und ja, ab hier jetzt quasi weitergemacht, was jetzt kommt. Ja, Junge, es geht Bar für Bar für Bar in deine Bastardfresse. Und dass du heute gewinnst, ist so wahrscheinlich, wie dass gleich kein Judge einsteigt mit, ey, macht nochmal Lärm für dieses krasse Battle. Und dann ist mir aufgefallen, dass in 12 deiner Battles nicht einer deiner Gegner deine Mutter beleidigt. Boah, das finde ich heftig. Ich meine, hattet ihr alle Angst vor dem Knecht oder ist deine Mutter einfach eine Crackbitch, etwas kräftig und hässlich? Ach, scheiß drauf. Wird langsam Zeit, dass einer die Schlampe mal wegfickt. Ich meine, habt ihr die mal gesehen? Walla, vorne Mecca, hinten McFit. Ja, die hat so einen richtig schönen Knackarsch in der Form von fruchtigen Waldäpfeln. Und die ist so Gangster, ihr wertvollster Schmuck ist die Gebärmutterhalskette. Ja, die schreit Bams vom Hochhaus, bei der kriege ich direkt eine Gänsevorhaut. Ey. Ey, und beim Sex mit mir dachte sie, ich zerfetze sie in Stücke, denn mein Penis ihr in den Arsch zu stecken hat sich angefühlt, als versucht man einen USB-Anschluss in das Loch von einem Headset zu drücken. Ja, ich fick deine Mutter weg zu KIZ Adolf Hitler Song, setz sie mit den Beinen auf meine Schultern und steck dir die Zunge ins Arschloch, bis der Dickdarm kommt. Das ist geil. Und wisst ihr, was ich dann mache? Dann verpasse ich dir eine Batista-Bombe. So, ja, zwei Dinge zu den Mutterlines, ne? Wie gesagt, jetzt gibt's so kleine, vorlaute, klugscheißende Piss-Judges, die sagen, sowas hat in einem Titelmatch nichts zu suchen, ne? Ich sag nochmal, dir kann das gefallen, dir kann das nicht gefallen. Ich finde, das hat mit einem Titelmatch nichts zu tun, ne? Du guckst ja auch kein Champions League Finale und sagst, wenn du jetzt Champions League Finale mit einem Elfmeter oder in einem Champions League Finale sollen keine Elfmeter gepfiffen werden, so, da soll man mit rausgespielten Toren gewinnen oder sowas, ne? Mann, das ist ein ganz normales Stilmittel, entweder dir gefällt das oder dir gefällt das nicht. Ich finde, das hat absolut nichts mit Unkreativität oder sonst was zu tun. Für mich hat das im Endeffekt wirklich zwei Effekte gehabt. Den einen, dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass es Nidal sehr, sehr abfacken wird, ne? Weil ich habe halt mitbekommen, dass er mal angesprochen worden ist von Pacino. Da wurde quasi seine Mom von Pacino beleidigt. Bisschen andere Situation, weil Nidal da nicht der Gegner von Pacino war. Da ist er aber extrem ausgetickt. Ne? Ist natürlich immer was anderes in den Battles. Also wenn du selber der Gegner bist oder wenn du Außenstehender bist, das weiß ich selber. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass die Leute wirklich
vermutlich, wer weiß, ne, so eine Art Angst hatten, den an so einen Punkt zu bringen, etwas zu sagen, was er wirklich nicht hören möchte. Ne? Er hat ja nicht gesagt, dass es ein Tabu ist oder sowas, deswegen bin ich einfach davon ausgegangen. Ich glaube, das ist was, das kitzelt den schon extrem. Ich muss halt sagen, seine Reaktion zeigt ja auch so ein bisschen. Er dreht sich zu Mighty um, er zieht die Augen hoch, ne? Er schüttelt den Kopf, er zeigt so wirklich genau das, was hier Henry beim letzten Judging gesagt hat. Mann, wie kommst du in einem Titelmatch jetzt mit Mutterlines? Auf der anderen Seite denke ich mir, du hast es aber gegen gegen Brian Damage hast du es hundertprozentig auch im Titelmatch gemacht. Ne? Da hatten wir, haben wir uns zuletzt angeguckt, hier diese, war das die zweite Runde, wo der noch gesagt hat, ey, du müsstest deine Mutter eigentlich umbringen, das wäre ein Ehrenmord, der wirklich mal Ehre hätte und so. Der hat ja auch einen halben Part über die gemacht, macht danach noch einen halben Part über die Freundin und so weiter. Deswegen finde ich, zu sagen, ey, Kategorie Mutterlein hat nichts im Titelmatch zu suchen oder ich fuck mich etwas ab, wenn der Gegner das jetzt macht, kann Nidal nicht machen, ne? Hätte ich vielleicht, mir ist jetzt sogar bei der Reaction aufgefallen, Lyri hatte sogar eine Mutterlein, ne? Da haben wir ja gerade drüber gesprochen, über das krasse Judging von Henry, der wegen einer Mutterlein, ne? Und das war ja noch nicht mal was Böses, das war ja eher so, das war ja nicht mal deine Mutter ist dies, das, das war ja eher so, du bist so bescheuert, weil deine Mutter ein Tritt mich Schild in der Schwangerschaft hatte. Das ist, für mich ist das nicht mal eine Mutterline so. Da wird die Mutter zwar benutzt, aber eigentlich ist das ja eine Line gegen den Gegner. Ne? Es geht ja darum, dass der Gegner dadurch bescheuert geworden ist. Ne? Und nicht deine Mutter ist dies, deine Mutter ist das. Aber ist egal, ist ein anderes Thema. Das war auf jeden Fall der eine Effekt, den ich damit erzielen wollte. Ne, zu sagen, hier gibt's etwas, das hat noch nie jemand gegen Nidal gemacht. Ne, sagen wir mal, Lyrico hat so einmal angeschnitten mit so einer halben Mutterlein, wie man es nimmt. Und irgendwie hat es sonst noch keiner gemacht. Und der andere Effekt, der löst sich für mich in Runde 3 auf. Da kommen wir später zu. Das nehme ich hier einfach so kurz und knapp vorne weg. Ich habe in jedem Match Mutterlines gebracht. So, in jedem Match so. Das ist für mich einfach so ein Ding. Habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo erklärt. Ich bin jemand, so wo ich herkomme, man kann Stress haben, man kann sich beleidigen, aber sobald das Wort Hurensohn oder so fällt, gehen die Leute aufeinander los. So, ne, da ist vorbei, da ist kein Spaß mehr, so Mama ist heilig. Und genau so bin ich halt in Battles gegangen, dass ich gesagt habe, ey, wenn ich die Mutter von dem beleidige, ne, natürlich werde ich nicht so persönlich, dass ich ihren Namen sage oder sowas, ne, wir können uns darauf einigen, ich meine die Kunstfigur, aber das abzubekommen, das ist schon irgendwie eklig, ne, das nervt einen halt irgendwie. Da kann mir, also ich glaube, keiner, der seine Mom liebt, der kann sagen, ey, die Mutterlines, die ich eben abbekommen habe, die haben mir voll gut gefallen, weil die gut geschrieben waren oder sowas, ne, jeder denkt sich so ein bisschen, ah, der Bastard, so, ne, egal, wer die Mutterlines kickt, aber die meisten, die solche Lines abkriegen, denken sich das. So. Und ich habe das halt immer gemacht, genau aus diesem Grund. Und habe mir genau auch wegen solchen Judges und wegen diesem Vorurteil, man darf in einem Titelmatch keine Mutterlines bringen, habe ich mir gedacht, Junge, ich ändere mich doch jetzt nicht. So, nur weil das ein Titelmatch ist, wird das doch nicht das erste Match, wo ich darauf verzichte, weil ich irgendwie sage, ey, hier in einem Titelmatch, da muss man mehr machen. Ich mache ja auch mehr, aber ich vergesse meine Stilmittel nicht und die bringe ich hier rein. Die haben mich bis in dieses Titelmatch gebracht und die streiche ich nicht für dieses Titelmatch. Zwei Punkte, warum ich das unbedingt machen wollte. Ja, und ich finde, dazu waren es jetzt, bis auf vielleicht eine davon, waren es auch wirklich übertrieben gute Mutterlines. So, ne? Ein bisschen Gegnerbezug, das mit der Gänsevorhaut ist ein übertriebener Lachkick. Diesen Signature von mir reingebracht mit, wisst ihr, was ich dann mache? Dann diesen Wrestling-Move und sowas, ne? Wo man sich das in irgendeiner Position vorstellt, was dann in einem Wrestling-Move endet und sowas. Also ich finde, das waren jetzt nicht mal so Standard-Mutterlines oder so. Die waren schon krass. Ne? Deswegen weiß ich nicht. Ich finde, schwächt den Part absolut nicht. Ey, und Mutterlines im Titelmatch, man fickt euch alle. Ihr seht doch, meine Mutterlines sind beste Skills und du weißt Bescheid. Jarambo ist Harambro. Also sag mir. Also sag mir, Hanida Lekta, wie du mich heute fressen willst. Yes. Noch eine Sache, die fuckt mich richtig ab. Denn Battle Rap
ist für mich so etwas wie meine Medizin. Aber es gibt eine Sache, die mich krank macht, und das ist ein Verhalten von diesem peinlichen MC. Jedes Mal, wenn Mighty battelt, stehst du hinter ihm, disrespektest seine Gegner, guckst den Boden an und verstellst nicht deine Miene. Dicker, das ist keine Disziplin, denn hier sollten keine Parteien gegründet werden. Deshalb fordere ich auch jeden auf, der heute hinter mir steht, auch Nidals Lines zu würdigen, soweit sie es verdienen. Ja, und das finde ich, das ist ein Punkt, ne? Der ein oder andere hat gesagt, ja, okay, das macht er jetzt, um da nochmal Sympathie zu sammeln und sowas. Ich finde, das ist, ich sehe das wirklich so, ne? Also ich finde, ein normaler Battle-Rap-Fan, würde ich einfach mal behaupten, der freut sich auf das gesamte Battle. Du hast bestimmte Favoriten, du hast bestimmte Leute, die du gar nicht leiden kannst, aber ich glaube, es gibt auch sehr viele Konstellationen, wo du ganz neutral rangehst, ne? Wo du einfach sagst, ich will ein geiles Match sehen, ich will nicht den einen gewinnen, den anderen verlieren sehen, ich will, dass beide einfach abreißen. So, ne? Das heißt, man hat keine Partei zu jemandem. Und das finde ich schon sehr geil. Trotzdem ist es halt irgendwie ein schwieriger Punkt, weil auch das hat Nidal im Interview nochmal angesprochen. Natürlich stehe ich nicht hinter meinem Bro und lache den 3 Runden lang aus, wenn der Gegner krass ist. Ne? So krass würde ich es auch gar nicht sehen. Ne? Deswegen habe ich auch gesagt, es gibt aber bestimmte Lines, wo man einfach ganz neutral sagen kann, die sind so gut, da kann man zumindest mal den Kopf nicken oder ein bisschen lächeln oder sowas. Ne? Damit lachst du deinen Bro halt nicht aus. Ne? Das ist bei Lyris zweiten Titelmatch, hast du das gesehen? Haben wir uns ja vor 2 Tagen angeguckt. Da haben auch die ganzen Krupplin-Jungs in der ersten Reihe mit Krupplin-T-Shirt, die alle zu Lyri gehören, die haben die Line komplett oder diesen ganzen Part komplett abgefeiert, weil er einfach krass war. Die Jungs, die hinter mir stehen, die ihr hier seht, die feiern in der Regel immer Lines gegen mich, wenn die gut sind. Wenn es einfach gute Lines sind und sowas, ne, die Treffen, die der Gegner gut geschrieben hat und sowas, ne, dann würdigen die das halt so, ne. Du musst das nicht übertreiben, aber ich finde, du solltest dich da auch einfach nicht zurückhalten, wenn du das Gefühl hast, ey, wäre das jetzt eine Line, die nicht gegen meinen Bro kommt, ne, in jedem anderen Battle hätte ich das gefeiert, dann mach's doch hier auch. Meine Meinung, Real Talk. Zeit, du geistig unbewaffnete, verbal inkompetente, kognitiv suboptimierte, deiner Mutter aus dem Arsch gekrochene, parasitäre Nebenexistenz. Ja, das Time-Sagen, ne, mit dem Anhang dazu, den kriege ich heute, ohne den zu lernen, auch nicht mehr, ne, nicht mal 2 Sekunden später 1:1 so hin. Weiß nicht, wie viel ich da googeln musste und nachschlagen musste, um halt so viele Synonyme zu finden, die so studentendeutschmäßig klingen wie das, was ich da eigentlich sagen wollte. Und hatte für mich, glaube ich, auch einfach nur so diesen Easter Egg-Effekt, weil Mighty halt einfach nie Time sagt, sondern immer irgendwie Time, du dies, das, tralala, geh deinem Vater noch einen blasen und sowas. Und da habe ich gedacht, okay, komm, haust du dem auch so einen raus, aber auf 100%ig, Junge. Ja, erste Runde ist vorbei. Ja, schwierig, ne? Also ich finde, hatte extrem viele Highlights. Neutral gesehen würde ich sagen, da gab es definitiv ein paar Dinge, wo man gemerkt hat, okay, die Crowd pusht mich. Ne, nicht bei allem, ne, ich glaube, ich konnte nicht machen, was ich will, aber es gab hier, ähnlich wie bei Lyrico, im zweiten Titelmatch definitiv auch so die ein oder andere Line, ja, die hättest du auch nicht so übertrieben feiern müssen. So, ne? Also alles in allem war das schon eine sehr dankbare Crowd-Reaction bei vielen Dingen. Ich glaube aber trotzdem, dass die Runde sehr, sehr viele Highlights hatte, sehr viele Lines, die ich auch 6 Jahre später und Real Talk, ich habe das Battle bestimmt zwischen 10 und 20 Mal mir reingezogen. Ne? Ich meine, das ist mein Titelmatch, Mann. Und trotzdem sage ich auch nach dem 21. Gucken, geile Lines, kann ich drüber lachen, feier ich, bin ich total stolz drauf und zufrieden mit, ne, also mir gefällt die Runde sehr gut, mir gefällt die Attitude noch nicht ganz so, ne, ich habe wirklich das Gefühl, man merkt in der Präsenz so ein bisschen, dass ich angeschlagen bin, ich wirke vielleicht ein bisschen eingeschüchtert oder sowas, ich weiß es nicht, aber das ist so der Schwachpunkt, ne, es gab definitiv ein paar Filler-Lines, ne, ziehen wir mal diese Auberginen-Lines wirklich so als Minuspunkte noch da raus. Aber es ist, finde ich, trotzdem ein sehr guter Auftakt in dieses Titelmatch. Ne, es war leichter Titeltalk drin, ne, es war Gegnerbezug drin, es waren oberflächliche Sachen drin, es hatte so viele Punkte eigentlich. Also ich bin sehr zufrieden damit und dann gucken wir jetzt direkt mal auf Nidal. Bravo!
Du bist faker als von meinem Peugeot 206, der TÜV-Bericht. Ich schwöre, Digga, das ist so lame, dass du selbst in einem Titelmatch Mütter fickst. Ohne Scheiß. Ja, der Konter geht halt wirklich ins Leere, weil das ist für mich auf der einen Seite halt, ich habe euch das schon mehrfach erklärt, ne? Ein Konter muss für mich entweder etwas, was der andere gesagt hat, toppen, flippen, also wirklich auskontern, ne? Und nicht einfach nur bewerten oder rechtfertigen. Na, dieses, wenn ich jetzt sage, ey, du bist von Beruf Busfahrer und Nidal stellt sich jetzt hin und sagt, ey, Bro, ich bin kein Busfahrer, das ist kein Konter. Ne? Und ich finde genau das, das merkst du halt hier auch so, den Reim, den er darauf gefunden hat und wie er den verwendet, ne? Du bist faker als mein Peugeot-TÜV-Bericht und so. Das ist schon mal ein lustiges Bild und das gibt mehr Reaction als der Punch, als der Konter-Punch, ne? Weil, wie gesagt, zwei Punkte, warum der, glaube ich, gar nicht zieht. Einen habe ich jetzt gesagt, ne, es kontert nichts aus. Ne, es ist einfach nur eine Bewertung von einem Teil, den ich da gemacht habe. Ne, und es war jetzt nicht mal irgendwie die Hälfte meiner Runde oder sowas. Es war, keine Ahnung, wie lang ging jetzt diese Mutterlines? Es waren so zwischen 15% und 20% meiner Runde oder sowas. Ne, also wirklich ein kleiner Anteil gefühlt. Das andere ist halt, dass wer es auf dem Schirm hat, eigentlich auch weiß, dass Nidal selber schon in vielen Battles Mutterlines hatte und definitiv auch in einem Titelmatch Mutterlines hatte und dementsprechend er vielleicht auch gerade jemand ist, der das Ganze halt nicht ansprechen könnte oder sollte. Ne? Also wenn ich jetzt gegen jemanden battle, der, was weiß ich, irgendeine Schwulenline bringt, dann bin ich halt auch genau der Falsche, der sich dann im Konter hinstellen kann und sagt, ey Digga, ist doch nicht dein Ernst, dass du jetzt eine Schwulenline bringst oder sowas. Na, das können viele machen, aber bestimmte Leute können das halt nicht machen. Und wie gesagt, Nidal hat definitiv auch schon Mutterlines in einem Titelmatch gehabt. Deswegen nimmt das dem Konter für mich auch so ein bisschen die Logik. Ne? Also, ich weiß es nicht, den hätte ich mir eher gespart, weil, wie gesagt, Rundeneinstieg ist für mich, gerade in der ersten Runde ist Rundeneinstieg immer sehr, sehr wichtig. Meiner war auch nicht überragend, würde ich sagen. Dieser islamische Staat war gut, kein Monster-Highlight oder so, war gut. Aber gerade die erste Line danach, ich komme jetzt schon wieder nicht mehr drauf, aber die erste Line, die war auch nicht krass. Ne? Die hatten dieses du Gürteltier oder was ich da zu dem gesagt habe, das hat es dann ein bisschen gerettet, dass die Leute gelacht haben, aber der Punch davor hat noch nicht so geknallt. Ey, yo! Ein ganzes verficktes Jahr lang war ich weg. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit. 15 Battles. In 4 Jahren. Und sie sagen, dass das zu wenig sei. Hass macht sich in der Szene breit. Jeder meint, er könnte mich killen, schlägt mir meinen Schädel ein. Bis zum Tag der Wahrheit und er mit mir in den Käfig steigt. Die Leute sagen, Nidal Abel, dein Verhalten ist wie die Temperaturen dieser Tage. Minusgrade. Denn ich müsse öfter battlen, solange ich den Titel trage. Und glaub mir, dass ich mich nur schweren Herzens entschieden habe. Denn es heißt Musik oder Battles. Und ich schwöre, dass ich beides gern hätte. Doch man kann nur in einer Sache 100% geben. Alles andere bleibt auf der Strecke. Es gibt nur noch diesen einen Weg für mich. Für alles andere kein Interesse. Doch hab ich mir erstmal meinen Platz in den Charts geholt und halt die Dilte die Fahne hoch. Hab ich für diese Liga mehr getan als mit 3000 Battles. Yeah. Doch ich will auch nicht egoistisch sein. Und nachdem ich damit fertig bin, den Alex zu schenken, werde ich meine Herrschaft als Champ nach all den Jahren beenden. Aber nur unter einer Bedingung. Verlasse ich diese Stage zum 3. Mal heute als Champion, werdet ihr einen 2. Gürtel anfertigen und mir ein Exemplar davon schenken. Yeah. Und dann bin ich bereit, den Titel im wahrsten Sinne des Wortes an den Nagel zu hängen und es können sich endlich wieder 2 neue hungrige Motherfucker wie me, Cash und Kato drum kämpfen. Yeah. Erstmal richtig geiler Fun Fact, dass der mit der letzten Line die 2 nächsten Champions predicted hat. Na, Mikesh und Kato, schon mal sehr, sehr witzig. Jetzt zu dem ganzen Ding. Ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr gut. Das ist für mich aber einer von 2 Abschnitten in diesem Battle, wo ich glaube, wäre es für Nidal von Vorteil gewesen, wenn er angefangen hätte. Ne? Zu dem 2. komme ich, wenn wir da sind. Hier würde ich das jetzt schon mal nennen. Ich glaube, dadurch, dass ich angefangen habe und genau das Thema im 1. Part auch angesprochen habe, kann man jetzt auf der einen Seite sagen,
kontert das irgendwie ein bisschen das aus, was ich ihm vorgeworfen habe. Ich habe aber das Gefühl, dass auf die Art und Weise, wie der das macht, hat das als Konter nicht so einen krassen Effekt. Ich glaube, wenn er das, ne, also ich bringe einen Vorwurf, er rechtfertigt das jetzt. So. Und ich glaube, die Reihenfolge zieht nicht so stark, als wenn die Reihenfolge andersrum gewesen wäre. Sprich, Nidal Nip fängt an, spricht dieses ganze Thema an, ne, rechtfertigt sich, macht ein Statement, ich war letztes Jahr nicht da und dies und das, und danach kommt mein Vorwurf. Ich glaube, dann hätte mein Vorwurf nicht so geknallt. Warum? Weil er es vorher quasi schon erklärt hat. Jetzt, nachdem mein Vorwurf gezündet hat, reicht irgendwie seine Rechtfertigung nachträglich nicht aus, zu sagen, das nimmt mir extrem viel Wind aus dem Part noch nachträglich weg. Ein bisschen auf jeden Fall. Aber ich finde, trotzdem hätte das mehr geballert, wenn er das zuerst gemacht hätte. Ne? Weil dann hätten die Leute, während ich das rappe, schon im Kopf gehabt, Mann, hat Nidal eben schon gesagt, ne? Hat er uns erklärt, knallt jetzt nicht. Jetzt hat's eben bei mir geknallt. Ne? Die Leute haben mein Argument irgendwo auch verstanden und er kommt und er begründet das, aber genau wie bei diesen Kontern, wo ich sage, wenn du dich rechtfertigst oder sowas, da kriegst du in der Regel nicht denselben, nicht dieselbe Crowd-Reaction für, wie wenn du halt Punchlines bringst oder sowas. Ne? So, und deswegen sage ich, die Rechtfertigung, also ob er jetzt mehr Crowd-Reaction bekommen hätte, wenn er angefangen hätte, weiß ich nicht, aber ich hätte definitiv weniger Crowd-Reaction bekommen, wenn er das zuerst gesagt hätte, also wenn sein erster Part vor meinem ersten gekommen wäre, dann glaube ich, dann hätten meine Lines nicht die gleiche Reaction bekommen, wie jetzt, wo ich angefangen habe. Ne? Ich hoffe, ihr habt das verstanden, wie ich das meine. Ich habe hier hinterher auch ein paar Mal den Vorwurf bekommen, Mann, du hast Nidal Nip, ja, ich hoffe, ich nehme jetzt nicht zu viel weg, ne? Aber ich sag einfach mal, du hast gegen den Nidal Nip gebattelt, der gar keinen Bock mehr auf den Gürtel hatte. Und das zum Beispiel finde ich nicht so. Ich habe nicht das Gefühl, dass der hier auf 50% auf Sparflamme oder generell sagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich glaube schon, ne, und das ist auch das, was ich aus diesen Lines raushöre, hätte er keinen Bock mehr gehabt im Vorfeld, dann hätte er auch sofort sagen können, ey, wisst ihr was, ich bin raus, stellt Jarambo ins Titelmatch und stellt dem aber einen ganz anderen Contender hin. Ne? Der Gürtel ist vakant. So, das macht er nicht. Er geht dahin und sagt, ich verteidige meinen Gürtel. Ich will den ein drittes Mal gewinnen. Ich will aber halt danach nicht weitermachen. Ich möchte aber meine aktive Battle-Rap-Karriere beenden, indem ich Champion bleibe. Ne? Und das ist für mich eigentlich ein Anspruch, wo ich sage, da gehe ich nicht davon aus, dass ich dann auf Sparflamme rappe oder dass ich dann eigentlich sage, ja, mir ist das jetzt egal, ob ich gewinne oder verliere, ich bin eh danach raus. Also wenn ich jetzt, wo ich sage, ich höre im Dezember auf, wenn ich jetzt gerade den Titel hätte, ne, ich würde den auch nicht vorher abgeben und würde sagen, lass zwei andere drum kämpfen. Ich hätte gesagt, ich nehme den mit in dieses letzte Match, was ich mache, und ich verspreche euch jetzt hier an dieser Stelle schon mal, in diesem Match im Dezember, da wird das Beste kommen, was ihr von mir jemals bekommen habt. Da kommt alles, was ich in 10 Jahren Battle Rap mir angeeignet habe, wo ich mich hinentwickelt habe. Da kommt das Maximum davon in 3 Runden. Das wird das beste Battle, was ich je gemacht habe. Und ich werde alles, was in meiner Macht steht, dafür tun, dass das beste Battle wird, was es in Deutschland je gegeben hat von meiner Seite. Also nicht von Jarambo, sondern ever. Über dieses Match werdet ihr noch in 100 Jahren reden. Das wird in die Geschichte eingehen wie kein anderes. So, das sage ich euch jetzt schon. Und ich glaube, den gleichen Anspruch hat Nidal aber auch. Ist halt die Frage, wie sah deine Vorbereitung aus? Was konntest du da reinstecken? Was hast du rausgefunden? Was sind deine Angles? Was willst du sagen? Wie viel willst du über dich reden? Wie viel willst du über den Gegner reden? Aber wenn ich mit dem Gürtel in mein letztes Match gehe, dann will ich diesen Gürtel verteidigen. Dann will ich sagen, wenn Jarambo seine Karriere beendet, dann geht er als Champion und nicht mit einer Niederlage. So, und ich glaube, das wollte Nidal schon. Ne? Nur weil er hier gesagt hat, danach höre ich auf. Ich muss sagen, nicht um mich zu pushen, sondern wirklich meine Meinung. Ich finde nicht, dass Nidal hier irgendwie so rüberkommt, als ob ihm das scheißegal ist, ob er das Titelmatch jetzt noch gewinnen wird oder nicht. Also Jarambo, halt deine Fresse. Und Jamie, was ist los, hä? Kriegt ihr ohne mich echt gar nichts gebacken? Ich meine, da ist man mal ein Jahr weg und schon habt ihr Menderes ins Finale gelassen.
blamable Sache. Schicken die mir hier so einen rechten Volksvertreter, Hakenkreuz an Beta, Pseudo-Gegner. Doch ich darf ihn nicht unterschätzen, sonst bereue ich später. Denn heute wird mein Baby 2 Jahre alt. Und damit passt sie perfekt in sein Beuteschema. Junge Jarambo, du bist der einzige MC weltweit, den man mit den 2 Worten Nazi und Pädophilie beschreibt. Und ausgerechnet du willst das Aushängeschild dieser Liga sein? Schöne Grüße an Gio. Ich spule nochmal zurück, ne, damit wir hier nicht rauskommen. Junge Jarambo, du bist der einzige MC weltweit, den man mit den 2 Worten Nazi und Pädophilie beschreibt. Und ausgerechnet du willst das Aushängeschild dieser Liga sein? Denkst du, hättest einen Riesenhype, dass du dir den Titel greifst? Junge, bist du deinem Davy Battle, wussten die meisten nicht mal, wie du heißt. Das ist wie bei ziemlich beste Freunde, denn ohne den schwarzen Mann hätte dieser Krüppel nie sein Ziel erreicht. Ja, richtig geile Line. Ich finde aber ein bisschen übertrieben, ne? Also, man kann es sehen, wie man will. Also ich, ja, doch, man kann es machen. Man kann es machen. Also ich glaube, auf dem Schirm haben sollte man mich auch vorher, wenn man Battle-Fan ist, ne? Also ich finde nicht, dass ich mit meinem Davy-Match erst auf mich aufmerksam gemacht habe oder so. Aber wo ich ihm recht geben würde, dass mit dem Davy-Match eventuell davor gab es, das Team Reiben will ich jetzt nicht, das war ja hier so ein 5 gegen 5, aber das Merlin-Match fand ich eigentlich auch schon sehr, sehr krass so, ne, vom Niveau her, so von den Punchlines und allem, von der Attitude und so, aber scheiß drauf, ne, nehmen wir das Davy-Match so ab, da war ich, glaube ich, wirklich auf so Top-Tier-Status, ne, dass ich seitdem wirklich auf einem anderen Level abgerissen habe, nicht mehr so viele Filler drin hatte, wusste, wie ich deliver und alles, ne, also so kann man es schon sehen, dass man aber jetzt sagen würde, okay, vor dem Davy-Match wusste man nicht mal, wer ich bin oder wie der heißt, wenn ich da irgendwie rumgelaufen bin, finde ich das ein Ticken übertrieben, aber es war auf jeden Fall schon so der Umbruch so von einem sehr guten zu einem richtig krassen, so, das auf jeden Fall, und das Einzige, wo ich eventuell kritisieren würde, die Lines sind alle geil, ne? Aber ich glaube, du siehst das hier auch ein bisschen bei den Leuten, die hinter mir stehen, so T-Way hat ein bisschen den Kopf geschüttelt, Sev hat ein bisschen den Kopf geschüttelt und so. Ich weiß das selber, ne? Ich schüttel da halt nicht den Kopf oder sowas, ne? Aber ich denke mir das halt manchmal auch. Es gibt so viele Themen, die ich über mich kenne, die ich öffentlich preisgegeben habe, wo ich immer so denke, okay, das könnte im nächsten Battle gegen mich kommen. So, und irgendwie war es Battle für Battle für Battle für Battle, wo der Nazi-Engel, der Pedo-Engel, der frauenfeindlich, diese gleiche Sachen so. Und da denke ich mir manchmal, das sind halt schwere Engels. Da schaffst du es natürlich gut, auch die Crowd auf deine Seite zu bekommen, weil alle dagegen sind, ne? Wenn du den Gegner als sowas bezeichnest, dann hast du erstmal die Crowd auf deiner Seite, die stimmen dir zu. Und ich glaube, du hast da auch einfach unendlich viele Möglichkeiten, geile Bars draus zu machen. So, deswegen verstehe ich, dass der Punkt ein gefundenes Fressen ist, ne? Okay, du hast ein Gegner, dem wurde das schon zigmal gesagt, nehme ich auch, mach's noch besser, scheiß drauf, dass ich das jetzt zum zigsten Mal verwende, aber es gibt einfach auch viele, die sagen, Mann, es sind halt Engels, wo wir alle trotzdem wissen, auch wenn ich die immer wieder abkriege, dass da rein gar nichts dran ist, ne? Und dass das halt im Endeffekt dann irgendwelche Lines sind, die Leute immer wieder gegen mich bringen, wo ich natürlich auch immer wieder etwas dafür tue, dass du die bringen kannst, aber wo sich, glaube ich, im Endeffekt schon alle einig sind, die prallen irgendwo an mir ab, weil es halt einfach hinter der Kunstfigur nicht so ist, ne, wie man es mir da halt eben vorwirft, ne? Und das ist halt so das, was ich mir da auch so ein bisschen gedacht habe, boah, warum macht der direkt diese Themen wieder auf so? Warum kommt nicht irgendwas Neues oder sowas, ne? Trotzdem sehr, sehr geile Lines und alles. Und ihr setzt ihn mit nieder gleich? Mann, ich krieg Aggressionen bei dem Knecht, weil du wirklich nichts in deinen Strophen offen lässt, ziehst jegliche Rassen und Religionen in den Dreck, selbst vor Toten kein Respekt, Kinder, Ficker, humorrechte Parolen in deinen Text, deine teuersten Gimmicks, die Gaspistole gegen Clap, kein Mittel zu schade, solange du Emotionen damit wächst, ich schwöre nicht mal Eros Pavarotti singt so tief wie das Niveau, wenn du mal rappst. Yeah. Das ist so ein Ding, ich finde auch geil gerappt und sowas, ne? Wie gesagt, es ist jetzt vom Thema erstmal das Gleiche, aber ich finde, er macht das schon sehr, sehr geil, ne? Und auch Real Talk Frage, weil das habe ich damals öfters in den Kommentaren gelesen, Eros Pavarotti,
meint der Eros Ramazzotti, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich kenne den einen oder den anderen, aber den Namen Eros Ramazzotti habe ich auf jeden Fall schon mal gehört, Pavarotti noch gar nicht. Gibt's das oder gibt's den? Oder hat er sich hier auch versprochen und meinte er womöglich Eros Ramazzotti? Ne, weil, also wie gesagt, den Namen kenne ich, weiß aber jetzt auch nicht, ob der tief singt, also ob der eine tiefe Stimme hat oder wie der das jetzt meint, so, ne? Aber ansonsten richtig geil, ne? Auch richtig geil gerappt. Ich finde, Feuer ist drinne, definitiv. Hunger ist da. Ist schon eine geile Runde. Und wenn wir schon mal bei Clap sind, ne? In eurem Rematch stellst du dich während seiner Runden auf seiner Seite vor diesem Kleptobreit auf und hast ihm somit bewusst sein komplettes Acting versaut, denn um ihn lyrisch zu besiegen, reichen deine Rap-Skills nicht aus. Junge, mach das heute mal bei mir. Glaub mir, dann gibt's direkt mal eine Faust. Doch irgendwas sagt mir, dass du dich das nur bei Schwächeren traust. Noch dazu rappst du doppelt so lange wie abgemacht. Und als man das im Interview danach zum Thema machte, sagst du: Ich wollte mit der überzogenen Runde nur zeigen, dass ich auf Regeln kacke und mir von niemandem was befehlen lasse. Tschüss, Digga, harter Typ. Doch was du kannst, kann ich schon lange, Junge. Denkt er hier, er könnte mir irgendwelche Zeitlimits aufschwätzen. Alter, klar, Junge, mein zweiter Part geht ein halbes Jahr. Ja, auch richtig geiler Flip, ne, auf die Line, die ich gegen Taggy hatte. Da habe ich ja, glaube ich, gesagt, ey, Scheiß auf Time Limit, meine dritte Runde geht eine Viertelstunde, irgendwie sowas, ne? Also der Flip, geil, auch so vom Kontext her mit Bezug auf das, was da im Clap-Match passiert ist. Das ist jetzt richtig geil und das ist für mich jetzt auch ein neuer Angle, ne? Ich muss sagen, ne, wir haben das beide gemacht. Ich hatte jetzt auch nicht nur neue Angles gegen Nidal in meiner ersten Runde, ne? Also, keine Ahnung, so über den Kopf von Nidal oder über die Haare von ihm haben auch schon mehrere Leute gerappt. Mutterlines ist jetzt auch nicht das Kreativste, so als Angle zu wählen oder sowas, ne? Deswegen, ich will jetzt nicht seine Lines ne, oder seine Herangehensweise schlecht reden, ne? Ich finde aber, bis jetzt gleicht sich das ziemlich aus, was wir machen. Wir haben beide frische Angles gehabt, wir haben beide Angles, die jeder schon mal von uns beiden in anderen Battles gehört hat. Und Nidal hier, wie gesagt, auch auf einem sehr, sehr geilen, krassen, kranken Niveau, ja. Und selbst sollst du heute 7-0 gewinnen nach Gremium Judges, dann warte ich nach der Show auf dich mit 10K-Nacken. Und Berliner Schlägerarzen, die dich in die Reha klatschen. Ja, Mann, das ist geil. Yeah. Und weißt du, was ich dann mache? Dann mach ich erstmal den hier, Junge. Ja, ich werd mir das Leder schnappen. Was willst du dagegen machen? Und weißt du auch, warum ich das tue, Jarambo? Naja, um zu zeigen, dass ich auf Regeln kacke und mir von niemand was befehlen lasse. Also meme hier nicht den Rambo, du kackst dich innerlich ein. Das Einzige, was du jemals aufrecht zustande gebracht hast, waren Mongo-Schwänze im Behindertenheim. Junge, glaub mir, ich mache heute den Hattrick, als hätte ich einen Hasen und einen Zylinder dabei. Dann geht's um meine Titel. Ich mache heute den Hattrick, als hätte ich einen Hasen und einen Zylinder dabei. Dann geht's um meine Titel, halt ich's wie du mit deinen Partnern. Alle guten Dinge sind drei. Oh. Ja, also sehr starke Runde. Ich glaube, meine war auf jeden Fall deutlich länger, so kam es mir vor. Vielleicht habe ich aber jetzt auch bei meiner Runde einfach viel, viel mehr zu den einzelnen Lines gesagt, weil ich sie geschrieben habe, weil ich alles erklären kann. Ich kann jetzt nicht jede einzelne Line von Nidal erklären, ne, weil ich weiß ja auch nicht, was er sich bei jeder einzelnen Line gedacht hat oder sowas. Ich kann die einfach nur als der sie abbekommt, bewerten. Bei manchen Sachen weiß ich genau, ne, wo der Flip ist oder ne, worauf das bezogen ist und so. Ich finde das trotzdem sehr, sehr schwer, das Gegenüber zu halten, wirklich. Ja, also man könnte sagen, Nidal hat halt so einen Einstieg in die Runde auf der einen Seite verschenkt, ne, weil er mich halt nicht gebattelt hat, weil er erstmal über sich geredet hat, ist aber auch für mich, ich hab das zuletzt in der Reaction Cynic gegen Mighty gesagt, es gibt so bestimmte Battles, da finde ich, kann man sich so Dinger rausnehmen, ne, und da zählt halt so ein Titelmatch für mich definitiv dazu, ne, und Nidal ist für mich genauso ein so wichtiger Künstler in dieser Szene, wo ich sage, ich finde das spannend,
so Geschichten auch mal von ihm zu hören. Das ist dann irgendwo nicht dieser typische Battlepunkt, dass man sagt, alles klar, ne, ich kann ihm das jetzt abziehen, kann sagen, okay, er hat jetzt eine Minute nicht gegen mich gebattelt, sondern halt von sich erzählt. Aber ich für meinen Teil bin froh, dass ich es gehört habe. So, ich finde es spannend, das von Nidal zu erfahren. Es ist geil, weil es auch, wie gesagt, es ging sogar um einen Vorwurf, den ich vorher schon gemacht habe, der dadurch so ein bisschen gerechtfertigt wird und alles. Ich finde es definitiv nicht falsch platziert. Ne? Es ist aber natürlich auch irgendwo schwierig, das als Pluspunkt für die Runde zu werten. Ich habe, wie gesagt, auch definitiv einen Punktabzug mit der Auberginenline. Aber so inhaltlich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, meins kam ein bisschen besser an. Ich hatte mehr Highlights, also so auf Entertainment. Ne? Ich glaube, er hatte aber so ein bisschen mehr diese tiefer treffenden Dinger. Und das ist dann meiner Meinung nach in der ersten Runde komplett Geschmackssache, woran du's, an wen du es gibst. Man kann das mir geben, man kann das sehr klar mir geben, man kann das Nidal knapp geben und man kann das auch Nidal sehr klar geben. Also ich finde, das ist eine Runde, da hat keiner einen Fehler gemacht. Also ich glaube, die Kleinigkeiten, die wir hier gemacht haben auf ganz hohem Niveau, die hatten wir beide. Nidal hatte auch so einen kleinen minimalen Versprecher drin. Ich 2-3, aber die sind alle, glaube ich, für einen Außenstehenden gar nicht wirklich aufgefallen. Was zieht jetzt mehr? Ne? Was ist wichtiger? Also ich würde hier in der Reaction die erste Runde Real Talk erstmal bei einem Unentschieden stehen lassen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier hinten liege. Ich würde mich aber auch ehrlich, oder ich sehe mich ehrlich gesagt auch nicht vorne. Ne? Weil ich kann euch Real Talk nicht sagen, was ich hier krasser fand. Ne? Ich finde beides Endlevel. Ne? Und nochmal die Kritik, die ich gerade an Nidals Part geäußert habe, die äußere ich genauso bei mir auch. Ne? Habe ich eben schon gesagt, also dass ich sage, er macht da viel hier Nazi-Pädophilie, dies, das und sowas. Ne? Ich hatte genauso Sachen, die er schon oft abbekommen hat. Ne? Das heißt, das sind nicht irgendwelche Punktabzüge. Das sind einfach Sachen, die ich feststelle, die ich irgendwie bewerten möchte, wo ich drüber sprechen möchte. Aber mir fällt das ganz schwer, hier irgendeinem die Runde zu geben. Ne? Also wie gesagt, vom ganz persönlichen Jarambo, was Jarambo mehr feiert, habe ich euch auch schon gesagt, gehe ich natürlich irgendwo immer mit mir. Vor allem, wenn eine Runde aufgegangen ist, wenn ich merke, die Runde kommt auch an. Warum? Weil ich schreibe immer für mich. Ich schreibe immer das, was ich persönlich am besten finde für dieses Battle. Ich schreib Punchlines so, wie ich die am lustigsten finde, wie ich am meisten drüber lachen kann. Also eigentlich jede Line, die ich geschrieben habe, hat mir in dem Moment, wo ich sie geschrieben habe, einen übertriebenen Lachkick verpasst. So dieser Gedanke daran, manchmal wird einem dann auch später klar, okay, irgendwie doch ein Logikfehler oder keine Ahnung, ne, was auch immer, vielleicht war die nur für mich lustig und für keinen anderen, aber ich bin irgendwo, sonst würde ich sie ja nicht nehmen, von meinen Parts immer sehr überzeugt. Ich versuche aber hier in den Reactions auch immer irgendwie neutral zu bewerten oder wo ich so ich würde jetzt einfach mal sagen, Battle-Rap-Experte gucke, was wirklich mehr wiegt und nicht immer nur das, was mir persönlich mehr gefällt. Ne? Ich habe euch auch schon viele Battles gezeigt, wo ich sage, persönlich finde ich das eine zwar witziger und ich stehe mehr auf witzig als auf irgendwas anderes, ne? Aber trotzdem sagt mir mein Battle-Rap-Instinkt, das andere hat mehr geknallt. Ne? Und wie gesagt, in dem Fall finde ich, ist das sehr, sehr, sehr ausgeglichen. Deswegen Runde 1 von meiner Seite unentschieden. Kurzer Nachtrag und nochmal, ihr kennt mich selbstkritisch und alles, ich versuche nie hier in den Reactions irgendwas für mich zu dribbeln, vielleicht, ne, also wenn mich jetzt irgendeiner festnageln möchte, gibt kein Unentschieden, gibt's an irgendwen, dann glaube ich, wäre der minimale Punkt, der mir jetzt noch in den Kopf kommt, warum ich die erste Runde vielleicht doch an mich geben würde, das, was ich euch eben während Nidals Part erklärt habe, dass ich glaube, dass diese Rechtfertigung von Nidal, ne, das ist für mich kein Punktabzug oder sowas, aber ich glaube, der Effekt wäre besser gewesen, wenn Nidal angefangen hätte, ne, und sein Statement gemacht hätte, bevor ich Vorwürfe dazu mache. Ne, dann wären meine Vorwürfe nicht angekommen. So sind sie angekommen und man kann sich jetzt überlegen, hat das Statement von Nidal meine Vorwürfe nachträglich geschwächt? Weiß ich nicht. Ne? Ich würde sagen,
die Reaction war erstmal da. Ne? Sie wäre nicht da gewesen, hätte er angefangen. Und vielleicht wäre das wirklich so dieses Fotzenhaar, wo ich sage, da sehe ich die Runde dann vielleicht doch bei mir. Aber nur, wenn ihr mir eine Pistole auf die Brust setzt, entscheide dich. Ne? Weil ansonsten würde ich wirklich sagen, lassen wir es bei einem Unentschieden. Ne? Wenn ich mich entscheiden muss, dann wäre das vielleicht der Punkt, wo ich sage, ich sehe mich hier wirklich einen ganz kleinen Ticken vorne. Oh! Ey, die Runde war verschenkt, du hohler Schinken. Nazi und Pedolines, da muss ich einen Schulterblick machen, denn das sind tote Winkel. Oh. Ja, und das ist jetzt vom Konter ähnlich wie das, was Nidal gemacht hat mit den Mutterlines. Ne? Es ist eine Bewertung. Ich habe versucht, da irgendwie den Gag mit dem Schulterblick reinzumachen. Ne? Bei Nidal war ja eben mit diesem voll lame, dass du Mutterlines kickst oder dass du Mütter fickst im Titelmatch. Da gab es ja gar keine Reaction. Bei mir gibt es jetzt so ein bisschen. Ne? Und ich glaube, das ist der einzige Unterschied, ist halt der Joke da drin, ne, mit dem Schulterblick. Ne? Aber das ist jetzt auch keine Weltklasse oder sowas. Ne? Dementsprechend war es ja jetzt auch keine Überreaction. Also alles in allem auch ein Konter. War ein Konter, aber hätte man sich auch sparen können. Ne? Also ich glaube, hätte ich mir den gespart, wäre direkt mit Feuer in meinen Part gegangen, wäre der Effekt der gleiche gewesen. Ne? Grundsätzlich hat man immer das Gefühl, so ein Konter ist ein bisschen Pluspunkt, ne? Zeigt, dass du es kannst. Aber inzwischen denke ich mir auch, Mann, wenn du so ein bisschen vorher abwiegen kannst, dass der Konter rechtfertigt oder dass du da einfach nur sagst, der lügt, der hat irgendwas falsch gesagt oder sowas. Wenn du mehr nicht zu sagen hast im Konter, dann lass ihn lieber sein. So. Und das denke ich mir hier bei meinem Konter auch, weil es, ja, kecke. Seid ihr noch da, Leute? Ja! Yeah! Geht das nicht lauter? Yeah! Oh! Wer wohnt in der Ananas? Ganz tief im Mittelmeer. Nidals Verwandte. Ich mach... Ich mach dich gleich kaputt und trete dich direkt hinterher. Bams, über die Planke. Ja, der eigentliche Punch, Schrott, ne, dieses mit über die Planke, ne, aber das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich heute zum Beispiel sagen würde, ey, das ist eigentlich so safe, dass da eine Reaction kommt, egal welche Reaction, ne, und das Ding hättest du auch ohne Reim einfach einstreuen können, ne, bis zu diesem, ne, dieses SpongeBob-Ding, bis Verwandte. Und ihr habt ja den Effekt gesehen, so, ne, die Leute wussten, boah, das ist abnormal böse, darf ich lachen, darf ich nicht lachen, aber eigentlich muss ich lachen, aber will nicht, so, ne, das, glaube ich, ging da durch den ganzen Festsaal Kreuzberg, ne, extrem asozial, extrem böse, aber einfach das Thema mit dem SpongeBob-Intro zu vergleichen, das ist, wie gesagt, das ist so böse, dass es für Leute, die so einen behinderten Kopf haben wie ich, ist das halt einfach lustig so. Und unter, ne, wenn ihr zu Hause sitzt mit maximal einem Kollegen, dann lacht ihr euch gerade behindert. Ne? Wenn ihr aber da im Festsaal Kreuzberg neben tausenden Leuten steht, dann lacht ihr halt nicht, ne? Oder versucht es zu unterdrücken. Das ist so meine Auffassung davon. Aber wie gesagt, dieser Punch mit über die Planke, weiß ich nicht so. Ne? Vielleicht auch irgendwie voll behindert delivered, ich weiß es nicht. Okay, Dicker, diese Party wird lang. Aber trotzdem schlag ich diesen harzenden Versager im Kampf zusammen mit seinen Freunden Ali, Wantang, Moritz und Aris, Tamam. Dicker, ich hab ne AK im Schrank. Aber scheiß mal auf Waffenpalaber, du Punkmann. Für dich zieh ich einfach meine Bartlatschen an und der weiter dir mit nem Kick à la Kranich van Damme dein Anus umfang. Du sagst ja, Schwein ist Haram, deshalb schlachtest du hier nach deinem Sparlamm und dann suchst du zu Hause nach jedem Taler und Pfand und kratzt all dein Wahres zusammen und fließt als geschlagener Mann zurück in den arabischen Sand, denn nach dem Battle kommt dir Syrien so vor wie das Phantasialand. Ey, das ist die Realität, Mann, und dein Ende ist vorherzusehen. Nidal, ich rate dir, das ernst zu nehmen, aber es ist schwer zu erklären, Bruder. Ich meine, der kleine Frosch im Brunnen wird ja auch niemals das Meer verstehen. Und jetzt stirb, du Echsenmensch. Du hast das Spiel nicht verstanden oder einfach bloß einen Schaden im Gehirn. Erinnert ihr euch, vor circa einem Jahr stand der noch hier und meinte, ey, der Gürtel ist mein Baby, die ist wahnsinnig nach mir. Die hat sich nach dem ersten Treffen gleich meinen Namen tätowiert. Warte. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, nur um sicher zu gehen, dass ich Nidal auch verstehe.
Also der Gürtel ist eine Frau für dich, also so sinnbildlich gesehen, die hier Freunde zu Feinden macht und am Ende mit dem Sieger geht nach dem Spiel um ihre Seele. Junge, sowas nennt man Hure. Aber der da... Junge, sowas nennt man Hure, aber der hier bezeichnet sowas ernsthaft als die Liebe seines Lebens. Boah, und ich finde, der hat richtig geknallt. Also ich finde, jetzt in den zweiten Part komme ich auch endlich mit Feuer rein. Ne? Hier habe ich diese Reimketten geschrieben, dieses fließt so als geschlagener Mann in den arabischen Sand, weil dir kommt dann Syrien vor wie das Phantasialand. Das ist irgendwo ein bisschen generic oder zeigt so ein bisschen einfach, ey, dieses Battle wird noch richtig brutal. Ne? Was einfach so eine Metapher dazu. Ne? Ich finde, das knallt einfach, da ist Feuer drin, wie es rappe. Und jetzt wirklich Gegnerbezug des Todes, eine Aussage von ihm zu nehmen und so weiter zu spinnen, ne? Wie hast du das gemeint? Oder wenn ich das so wortwörtlich nehme, bedeutet das ja dies und das. Ich finde, das hättest du wirklich besser nicht machen können. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich dafür entschieden habe, weil mir gingen zwei Sachen durch den Kopf. Ich habe auch erst überlegt, ob ich das in der Reaction jetzt gegen Lyrico sagen wollte. Ich habe aber gedacht, spar dir das für dieses Titelmatch, damit ich die Line auch direkt erklären kann. Als Nidal gesagt hat, wo er sich so den Gürtel genommen hat und meinte, das ist mein Baby. Ich habe in dem Fall überlegt, wie kannst du das jetzt, wie hat er es jetzt gemeint? Ne? Baby als mein Kind, ne? Der Gürtel ist mein Kind, oder der Gürtel ist mein Baby, der Gürtel ist meine Frau, so wie ich es jetzt gemacht habe. So, ich habe mich für das Zweite entschieden, wie man jetzt gehört hat, und dann habe ich mir aber auch zwei Herangehensweisen überlegt. So, und ich bin sehr, sehr froh, weil das, glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch so dieses Denken von mir in diese Richtung nicht erwartet, nicht kommen sehen, und das hat dann auch nochmal einen anderen Effekt, weil ich bin ja einer, der fast alles, was dem irgendwie vor die Füße fällt, wird dann irgendwie auf Mutter, auf Pimmel, auf Arschloch und so umgemünzt. Und genau das war halt auch so ein Gedanke. Du sagst, das ist mein Baby, meine Frau. So, man kann jetzt sagen, das Ding ist erst seit ein, zwei Jahren auf der Welt, ne? Bezeichnest du, ne, nennst du mich Pedo, und du schnappst dir jetzt wirklich so ein Baby und sagst, das ist meine Frau. Das wäre die Option gewesen, so ihm so diesen Pedo-Dings aufzudrücken. Natürlich voll überspitzt und sowas, ne, weil das ja, wir reden hier von einem Gürtel, das ist klar, ne? Aber ich glaube, das wäre auch irgendwie sehr ekelhaft gekommen und sowas, ne? Ich bin aber sehr froh, dass ich es so gemacht habe, weil ich finde, da ist eine Logik hinter, das ist nachvollziehbar, und wenn du es so aussprichst, dann nimmt das einfach auch der Aussage von Nidal aus dem zweiten Titelmatch gegen Lyri so viel weg und pusht einfach diesen Part, den ich gerade rappe, so, und weiß ich nicht, hat alles sehr geil funktioniert, deswegen sehr happy, dass ich mich dafür entschieden habe und nicht wieder für diesen Popo-Kacker-Humor. Dann erstmal alles Gute zu eurem Zwangshochzeitstag. Der Rest wird dir nicht gefallen. Dann kommt die Kleine heute mit mir, dann wird's hardcore, mein Bro. Dann kann die sich erstmal eine Backpfeife abholen und dann wird das Nidal-Tattoo überstochen mit einer heißen Nadel und so. Und das ist für mich auch eine Sache, ich spule gleich nochmal zurück, aber achtet bitte kurz auf Nidal, weil der zieht schon wieder so die Augen hoch, der atmet so tief ein, tief aus, der denkt sich, ey Digga, eben was, ein halber Part Mutterlines, jetzt kommt wahrscheinlich wieder irgendwas, jetzt wird's hardcore, mein Bro, jetzt kommt wieder irgendwas, wie ich deine Frau ficke und so weiter und so fort, und nein, kommt nicht. Der Rest wird dir nicht gefallen, dann kommt die Kleine heute mit mir, dann wird's hardcore, mein Bro. Dann kann die sich erstmal eine Backpfeife abholen und dann wird das Nidal-Tattoo überstochen mit einer heißen Nadel und so. Und ich bin dann erstmal für ein paar Tage K.O., melde mich nächste Woche bei den Liga-Chefs und sag, 2019 wird die Gage echt hoch. 500 Euro pro Part, ihr Ganoven. Ich meine, als Titelträger bin ich doch dann sowieso sowas wie der Star dieser Show, was auch zeigt, der Gürtel ist nichts als eine Hure. Und Huren sind in meiner Welt nur Statussymbole. Und apropos Statussymbole. Ich zieh dir später noch deine Wertgegenstände ab, inklusive Kette und iPhone. Mann, in Punchline-Dichte habe ich den unfickbaren Highscore. Nächstes Jahr fahre ich mit deinem Gürtel durch Hannover und schrei Salam Aleikum, denn ich,
Salam alaikum, denn ich bin vielleicht im Hip-Hop mehr ein kleiner Fisch, aber in den Battle-Rap-Gewässern, da bin ich Poseidon. Ja, und Real Talk, das Salam alaikum war extra so auf Alman ausgesprochen. Ne, ich meine, ich krieg auch immer, das finde ich halt auch immer so, ich weiß nicht, für mich beißt sich das so krass, ne, wenn der eine nennt mich in Battles immer rassistisch und so, der nächste sagt dann so, wie kann ein Deutscher so diese, keine Ahnung, diese arabischen Wörter und so sagen, Mann, ich bin so aufgewachsen, ne, und der Italiener, der Pole und der Russe, ne, die sagen genauso zwischendurch Walla, weil wir zig Marokkaner, Türken, Kurden, was auch immer zwischen uns haben, die reden halt so und keine Ahnung, Mann, so, ne, wir sagen auch das ein oder andere italienische Wort oder so, ich weiß nicht, warum die Leute da immer so ein Problem mit haben, ne, also für mich ist das nicht gestellt, hat auch nichts mit Wannabe zu tun, ich denke mir halt manchmal einfach, ey, ich habe mit den Leuten mein ganzes Leben lang zu tun und bestimmte Wörter werden einfach, während wir uns auf Deutsch unterhalten, ins Deutsche mit eingebaut und so oft verwendet, dass das so, das kommt einfach aus mir raus, so, ne, ich mach das nicht, um mich irgendwie zu verstellen oder sonst was, also manche Begriffe sind dann einfach so bei mir drin, ne, und bei allen anderen Nationalitäten, mit denen ich rumhänge, genauso, ne, wie gesagt, eine Zeit lang haben wir auch immer Suka, Bliet oder sonst was, was halt gerade so angesagt ist, was wir gerade so am meisten verinnerlichen. Ich glaube auch jeder, der so Multikulti aufgewachsen ist wie ich, der versteht das, und die Leute, die immer sagen, hey, wie kann ein Deutscher so und so, so Walla sagen und sowas, ihr habt nicht einen Türken oder einen Kurden in eurem Freundeskreis, ne, aber Hauptsache so, wie kann man nur, weiß ich nicht, finde das voll schwachsinnig, ne, weil, wie gesagt, ich red ja sich den ganzen Tag so, aber wie gesagt, so, wenn ich einfach rede und zwischendurch kommt das in meinen Kopf, peng, und dann ist das halt so, Mann, ne? Wir sagen das alle, so, Wege. Ey, und du solltest, nachdem ich Welle mache, beten. Du möchtest je wieder Land sehen. Ich meine, der King dieser Liga verlangt von euch, dass ihr ihn anbetet. Dabei kannst du nur auf Schwächere eintreten, wie damals auf Mars B, der nach seinem scheiß Video-Statement doch eh schon mit dem Arsch an der Wand steht. Und das Beste ist, Mars hat sich wieder aufgerafft. Der war zuletzt in Dortmund, um das mit euch zwei zu klären. Hat gesagt, dass er mit eurem Blut die Disco putzt. Und jetzt fragt euch mal, wer da nicht aufgetaucht ist. Ja, Digga, jetzt sag mir nicht, du hast von der ganzen Nummer nichts gewusst. Ey, real talk. Erst überall groß rumposaun, du wickst den weg und dann kommst du nicht. Warum? Hast du Angst, du kriegst mehr Klatsche als im Quidditch-Match? Ey. Ja, und das ist natürlich überspitzt. Also, wenn ich Real Talk sage, dann ist Real Talk, ne? Also, Fakt war, bei diesem Event war Mars am Start und der hat halt da auch gewisse Ansagen gemacht, also auch im Vorfeld, was ich natürlich jetzt weggelassen habe, ich war bei den Chats nicht dabei, das ist einfach nur die Version, die ich gehört habe, ne? Deswegen, ich will es nicht beschwören, ne? Ich kann nur sagen, so habe ich es mitbekommen. Mars hat auf jeden Fall auch gesagt, er hat, ich glaube, in Dortmund hat er selber gar nicht gebattelt, da hat er aber gesagt, dass er rumkommt, und er hatte vorher ein Battle und da hat er wohl gesagt, wenn ich da mein Battle mache, dann möchte ich, dass Nidal und Mighty Hausverbot haben. Und da gab es dann großes Palaver, weil Nidal ist Champ der Liga. Ne? Wie willst du dem sagen, ey, nur weil da jemand nicht möchte, dass du, ich meine, Mars ist jetzt auch nicht irgendjemand oder so, ne? Aber dazu sagen, ey, der Champion kriegt bei unseren Events Hausverbot. Ne? Das ist schon räudig so, ne? Und deswegen glaube ich, hat Jamie da mit Nidal und mit Mighty geredet und hat gesagt, ey, ein Hausverbot kriegt ihr nicht, definitiv nicht, aber Mars wird vermutlich auch nicht battlen, wenn ihr am Start seid, also wenn ihr vorhattet zu kommen, wäre vielleicht cool, wenn ihr einfach beim nächsten Event wieder kommt, ne? Wenn ihr kommen wollt, dann kommt, dann gucken wir einfach, was passiert, hoffen, dass da nichts eskaliert oder sowas, und so wie ich es mitbekommen habe, ich weiß auch gar nicht, ob Mighty überhaupt kommen wollte, aber ich habe irgendwo gehört, dass Nidal dann gesagt hat, weißt du was, scheiß auf dieses Event, sollen die da ihr Ding machen, komme ich halt zum nächsten, wo Mars nicht battelt und gut ist, ne? Also Hausverbot hat er definitiv nicht bekommen, aber so den ganzen Teil habe ich natürlich hier rausgelassen, aber wie gesagt, wir sind beim Rap-Battle und ich finde, den Punkt so aufzumachen, ne, weil Nidal hätte auch sagen können, leck mich alle am Arsch, ich komme, ne, so, dann soll der halt nicht battlen oder keine Ahnung, dann eskaliert's da oder vielleicht reden wir auch einfach nur und dann kommen keine Ansagen mehr, wer weiß das schon, aber das hätte er auch machen können und das ist halt irgendwo mein Punkt, ne,
wie gesagt, trotzdem habt ihr jetzt im Battle die Geschichte auch nicht zu 100% gehört. Und ich glaube, wenn Nidal und Mighty hier eine Reaction drauf machen würden, dann hätten die natürlich auch noch mal viel mehr Story, wie es genau gewesen ist. Weil, wie gesagt, ich bin da Außenstehender und kenne das Ganze nur vom Hörensagen. Ich versteh wirklich nicht, dass du mit so einem Rücken nicht in der Lage bist, da anzutanzen und dem einen Herrchen zu knicken. Gebrüder King, ich hätte nie gedacht, dass das so naheliegend ist mit euren Märchengeschichten. Ey, und jetzt schimpft sich das neue Album von Mighty und Nidal Champions? Ja, kacke gelaufen, denn spätestens nach dem heutigen Titelwechsel müsst ihr zwei nochmal den Titel wechseln. Ey. Die finde ich auch geil, die Line. Ein Champion. Erinnert ihr euch an sein Jeremy-Battle? Das war nach der Niederlage gegen Pilz, wo Jamie so meinte, mach besser Unjudge, so als Champ zweimal aufs Maul kriegen, kommt scheiße. Ey. Und der macht das auch noch, Alter. Ey, da trittst du ernsthaft nach gegen einen Juden, der schon aussieht, als lebte er zur Bunkerzeit im Hungerstreik. Ey, Nidal, so, mein Battle ist vorbei, aber ich hätte da noch ein paar Bars, die passen nicht in meine Runde rein. Ey, und dann fängst du voll an rumzuschleimen. Digga, das ist Endwack und passt nicht zu der bundesweiten Nummer 1. Ich meine, ich könnte heute auch fürs Titelmatch 3 Runden Real Talk machen und sag am Ende, Battle ist vorbei, aber wer noch Bock hat, ich hätte da noch ein paar Mutterlein. Du kleiner Schrottwichtel. Du kannst heute mal so übelst meinen Pimmel lecken. Man, in meinen Augen macht auch ein MC nichts erbärmlicher als ein für die breite Masse angepasster Imagewechsel. Wer den von Anfang an verfolgt, der weiß, früher standst du noch für Terror und Krieg. Kein richtiges Konzept, einfach immer in die Fresse mit deinen Billo-Lines. Heute, ich fahr in mein Büro mit Peugeot. Junge, was für Bin Laden. Kann mal einer schauen, was Kaya Jana rückwärts heißt? Also fick deine EP. Mann, wenn drauf wäre, was drin wäre, was drin ist, dann wäre dein letztes Cover ein Bremsstreifen. Junge, ich fiste dein Arschloch mit einem Gangzeichen und bin für dich sowas wie der Break in deiner 90 BPM-Scheiße. Ey, ich hab dich zerstört, Junge, Endzeit. Und ab sofort werden wir uns auch die Fans teilen, denn nächstes Jahr Dezember hört ihr Ares B-O-Doppel-N schreien. Niemand? Also ich muss sagen, gefällt mir alles in allem viel besser noch als meine erste Runde. Also finde ich, ist bis dato die beste Runde auch im Battle. Warum? Weil ich bin eigentlich wirklich großer Fan auch so von diesen oberflächlichen Lines und alles, habe ich euch eben gesagt. Ne? So mein Battle-Rap-Know-How sagt trotzdem, es gibt... Also Gegnerbezug zieht halt einfach mehr. Vor allem, wenn du das mit dem Humor teilweise noch verbinden kannst, trotzdem dann halt einfach so viel persönlicher Hittes, sag ich mal. Und ich finde, das habe ich halt hier gemacht. Ne? Während der erste Part durchweg mit Oberflächlichkeiten, lustigen Zweizeilern, die auch überwiegend geknallt haben, gefüllt war, habe ich hier einfach ein Thema nach dem anderen gehabt, was auf Nidal zugeschnitten war. Das ging für mich, glaube ich, los mit dem Titelding, ne, also dass er den Titel als sein Baby bezeichnet hat. Jetzt zum Ende hin den Imagewechsel, da würde ich sagen, ey, ich weiß nicht, ob ich das genau so noch unterschreiben würde. Ne, also ich sehe das irgendwie schon. Ich meine halt nur, ob ich wirklich finde, dass das schlecht ist. Ne? Weil ich finde, du kannst genau so natürlich auch irgendwann sagen oder an einen Punkt kommen, wo du sagst, ey, bestimmte Dinge gefallen mir nicht mehr so gut oder ich mache jetzt etwas, wo ich auch einfach viel mehr Spaß dran habe, ne? Wo ich sage, okay, wenn der positive Effekt dabei noch ist, dass es auch mir bei dem, was ich mache, mehr bringt, umso besser, ne? Ist halt immer schwer als Außenstehender zu erkennen, machst du es jetzt nur wegen dem Zweiten oder wirklich aus eigener Überzeugung, ne? Ich meine, ich glaube auch, dass ich jetzt gerade in meinen letzten Battles schon ziemlich anders battle, so ein bisschen erkennt man natürlich darin noch und irgendwie der Humor geht jetzt auch nicht verloren oder sowas, ne? Aber ich sag halt zum Beispiel inzwischen ja auch, es gibt einfach bestimmte Dinge, ganz böse Dinge, ekelhafte Dinge, Dinge, die mit einfach zu viel Leid verbunden sind oder vielleicht zu aktuell sind, wo ich heutzutage einfach sage, ey, ich kann euch da weiterhin die krankesten Punchlines der Welt liefern. Ne? Ich kann jetzt sagen, was ist gerade das Schlimmste, was auf der Welt passiert? So, wir hatten
jetzt vor kurzem hatten wir diese Messerattacke in Mannheim, ne? Wir haben gerade diesen Israel-Palästina-Konflikt, ne? Denkt ihr nicht, da kann man jetzt nicht locker easy 10 Punchlines draus machen? Das will ich aber einfach nicht, ne? Das sind zum Beispiel für mich einfach so Themen, wo ich heutzutage einfach sage, Mann, das ist einfach maximal uncool. Das ist traurig, was da passiert, so, ne? Und das ist mir eine Punchline nicht mehr wert. Solche Dinge, ne? Andere Sachen, schwierig, soll jetzt auch nicht das große Thema werden, wie ich da differenziere. Das macht jeder Mensch halt anders, ne? Aber zu sagen, ich entwickle mich in bestimmten Sachen weiter, ich sehe bestimmte Dinge einfach anders, das finde ich ist menschlich und das sollte man respektieren, ne? Für mich zieht hier aber auch trotzdem irgendwie der Vorwurf, dass es natürlich so rübergekommen ist, als jemand, der, als er in das Game gekommen ist, oft als sehr aggressiv wahrgenommen wurde, ne, wo man auch das Gefühl hatte, Mann, wäre der den Weg so schnell gegangen, wenn der nicht mit Mighty gekommen wäre, weiß man nicht, will ich jetzt auch gar nicht in Frage stellen oder sowas, aber ich finde diese, genau die Beispiele, die ich genannt habe, der Nidal aus dem Pacino-Battle, ne, wie er da gehandelt hat, ne, wie viel er damals Songs gemacht hat, wo es um dieses Terror-Ding und so ging, ne, ich kann das nicht alles wiedergeben, ich habe das auch nicht alles gehört, ich habe das eher so gesehen, mal reingehört, die Cover gesehen, ne, Trailer gesehen und sowas, aber ich finde, da ist schon ein krasser Unterschied zu erkennen, ne, und solange ich mich mit ihm nicht unterhalte und er es mir erklärt, kann ich, finde ich, in einem Battle das auf jeden Fall als Vorwurf, der mir so aufgefallen ist und der irgendwo dann Sinn ergibt, auch verwenden, ne? Und ich finde, das sind alles Sachen, die haben hier jetzt richtig geknallt, eigentlich die ganzen Themen, die ich hier aufgemacht habe. Und deswegen muss ich sagen, gefällt mir die Runde alles in allem noch besser als meine erste. Und ich war auch viel präsenter, ich war lauter, ich war aggressiver. Ja, gucken wir mal die Antwort an. Macht Lärm für den Zweiten! Hey, oh Berlin! Zweite Runde! Niederlande! Ey, yo, Real Talk. Ich hatte nie ein Problem mit Mars B. Doch er anscheinend mit mir. Frag mal Jamie. Er macht mir irgendwelche Ansagen auf Instagram, um mich daraufhin gleich zu blockieren. Und eigentlich müsste er dafür auch mehr als nur eine kassieren, doch ich werde ihn nicht schlagen, nein. Ich schicke ihm stattdessen liebe Grüße, denn ich glaube, dieser hingebliebene Hurensohn ist schon genug bestraft mit seiner labilen Psyche. Yeah. Yes. Ich finde es einfach nur witzig, ne, weil das klingt wie so ein Friedensangebot, so dieses, ich schicke ihm nur Liebe und Grüße und dann so, keine Ahnung, Hurensohn und dieser hängengebliebene dies und das hat Probleme mit seiner Psyche, beißt sich irgendwie ein bisschen, aber ich weiß nicht so, ne, irgendwie, ich glaube, hätte er es bei dieser lieben Grüße gelassen, ne, dann wäre das auch was, das haben die Leute nicht kommen gesehen und das ist irgendwie ein Statement, wo, glaube ich, viele gesagt hätten, ey, geil, dass er das macht, ne, man hat auch schon gesehen, so der Kollege hinter ihm klopft sich schon auf die Brust, das sind so wahre Worte, so, ne, die Beleidigung hinten dran, weiß ich nicht, ob die dann irgendwie was weggenommen hat, weil irgendwie fehlt wieder die Crowd-Reaction, ne, es war halt auch wieder nicht so dieser übertriebene Flip oder etwas übertrieben Lustiges aus dem zu machen, was ich halt vorgeworfen habe, aber ich fand, diesmal war es auch nicht so rechtfertigend, so entschuldigend oder sowas, es war irgendwie wie ein geiles Statement, was dann so mit so einem Nachtritt noch kam, so, ich weiß es nicht, also ich glaube, bis zum Liebe Grüße hätte er wirklich gesagt, komm, ich schließe meinen Frieden mit dir, ne, Küsschen geht raus, lass einen Strich drunter machen. Ich glaube, das wäre geiler gekommen, als dann halt noch dieses Beleidigende und sowas. Ne? Da gibt es wahrscheinlich ein paar, die auch diese Meinung teilen oder sowas, aber ich weiß es nicht, dann nimmst du vielleicht diese liebe Grüße auch nicht mehr so ernst. Weiß ich nicht, ne? Aber aus irgendeinem Grund kam der Konter jetzt auch schon wieder nicht durch. Aber wenn du dich schlagen willst, du weißt, wo mich findest, ich bin jetzt am Start, Baby. Ja? Yeah. Ey, yo! Es ist Jarambo! Der Psychopathen-Rapper mit dem Bürokraten-Swagger. Ich glaube, in seinem Kopf herrscht da leicht Verwechslungsgefahr. Denn im echten Leben ist er Kaufmann mit einem festen Vertrag schon seit etlichen Jahren. Und auf der Bühne, tja, da ist er Ghetto und Tat, ein waschechter Soldat. Doch ich sage, das ist alles Bluff, was du in deinen Texten so sagst. Denn im Gegensatz zu Flugzeugpiloten hattest du niemals Stress mit dem Staat. Und das sage ich dir als Bachelor of Arts.
Ich finde das, krass, ne? So, und ich finde, wenn ich ehrlich bin, ich habe halt so das Gefühl, dass das siehst du halt in der Battle-Szene auch sehr selten, dass eigentlich zwei Street-Rapper sich gegenüberstehen. Ne? Natürlich wirken wir beide grundverschieden. Ne? Ich glaube, bei mir sieht das für viele einfach sowieso, keine Ahnung, ich weiß, wie ich aussehe, ne? Und wie ich drauf bin. Ich glaube, bei vielen kommt das so wirklich so Laberbacke, so, ne? Der schiebt sich Filme und alles. Ich finde das trotzdem, wenn so zwei Leute sich gegenüberstehen und du den einen hast, der, keine Ahnung, das jetzt so sagt wie Nidal, das ist schon krass. Ich hätte es aber zum Beispiel von Nidal so nicht erwartet, sowas, ne? Weil wir haben hier und da auch schon mal gesprochen und ich glaube, so ein bisschen kennt er meinen Background, nicht zu 100%, aber teilweise. Und gerade jetzt im Finale von Mighty gegen Cynic, ne? Da hat Cynic Mighty auch diese Vorwürfe gemacht. Jetzt bist du Familienvater, jetzt hast du eine Tanne im Garten und sowas. Da habe ich euch das Gleiche schon gesagt, Mann. Das ist so ein Ding und ich denke eigentlich, das müsste oder das sollte oder das wird Nidal wahrscheinlich auch eigentlich mehr verstehen als die meisten in dieser Szene so, dass das eigentlich so ein Ding ist, wo man stolz drauf ist, ne? Wenn man diese Wurzeln hatte, wenn man weg davon ist, wenn man irgendwann gesagt hat, ey, ich habe was aufgebaut und auch, ich finde, das beißt sich halt einfach, wenn du dann natürlich Rap machst oder Battle-Rap machst und das Ganze immer noch verkörperst, ne? Wenn du dich dann nicht hinstellst und sagst, ey, ich habe diese Vergangenheit so, inzwischen ist es aber halt nicht mehr, das ist nicht mehr die Gegenwart und meine Gegenwart sieht jetzt so und so aus, sondern man hat immer noch irgendwie in sich drin, ey, es ist schon irgendwie krass, ich wirke gefährlicher und alles, wenn ich mich mit den Dingen brüste, auch wenn sie schon vergangen sind, so, ne, und ich habe den Vorwurf halt von Cynic gegen Mighty nicht wirklich gefühlt, weil ich weiß zu 100%ig, dass man, also dass ich für meinen Teil stolz darauf bin, wie es heute ist und dass es nicht mehr so ist wie damals und dass ich auch damals, ne, vielleicht wollte ich es nicht sehen, aber ich glaube, so tief im Innern wusste ich immer, ich bin gar nicht so stolz darauf, wie ich denke, so, ne, und sobald sich eine Möglichkeit ergibt, es hat viel gekostet, viele Tränen, viele hässliche Momente und alles, ne, ich werde da irgendwann vielleicht mal mehr zu sagen, ne, es gibt auch einfach so Punkte, da habe ich mit abgeschlossen und da rede ich bewusst in der Öffentlichkeit eigentlich nie drüber, aber es ist, hat viel gebraucht, dass ich irgendwann für mich begriffen habe, gehe einen anderen Weg. So, ne, den gehe ich schon lange, den bin ich schon gegangen, als ich in diese Szene kam, ne. Natürlich gibt es trotzdem noch Dinge, da tickt man anders aus als Menschen, die nie aus, oder nie mit so Dingen zu tun hatten, oder, ne. Ist sehr, sehr schwierig zu erklären, aber wie gesagt, ich habe auf jeden Fall von Cynic diesen Punkt gar nicht gefühlt, jemanden zu kritisieren, der so auf hart macht in Battles, ne, der vermutlich auch genau das lange Zeit war, ne, der auf der Straße war, der mit den Jungs zu tun hatte, der seine Sachen gemacht hat, der da gekämpft hat und sowas, dass der irgendwann eine Familie hat oder irgendwas anderes im Leben gefunden hat und davon jetzt weg ist, so, ne, und ich weiß halt bis heute nicht, ne, vielleicht werde ich mit Nidal nochmal über diesen Punkt sprechen, wie er das gemeint hat, also ob er wirklich das Gefühl hat, ich komme überhaupt nicht von da, wovon ich rede, ne, sondern ich bin seit Geburt an, ne, aus so einer Kaufmannfamilie, schönes Leben und so weiter, stell mich in Battles und erzähl den ganzen Scheiß einfach nur, oder ob das fast der gleiche Vorwurf ist, den Cynic macht, so, du bist es halt heute nicht mehr, heute bist du das und das, weil da bei zweiterem hätte ich von Nidal eigentlich gedacht, Mann, du musst das doch eigentlich fühlen, so, vielleicht hast du noch keine Kids und Family so, die dich von irgendwas wegbringen, aber ich glaube, du kommst aus den gleichen Verhältnissen und weißt, dass man eigentlich froh ist, wenn man das irgendwann hinter sich gelassen hat, so, ne, und das jemandem vorzuwerfen ist irgendwie, weiß ich nicht, so, ne, schwieriges Thema, aber ich höre erstmal weiter. Denn du spielst nur eine Rolle und echte Leute ahnen das. Aber nicht wegen deinem Bürojob, Alex, sondern weil du ständig von Sachen redest, von denen du keine Ahnung hast. Weil du ein Tattoo mit deinem Namen auf deinen Armen hast. Weil du in Fuck-Life-Klamotten einen Haken machst. Weil du aussiehst wie so ein Opfer von Berlin Tag und Nacht. Weil du Real Talk sofort ein Foto auf Facebook postest, sobald du dich einmal geschlagen hast. Demnach ist die einzig fette Akte, die du jemals hattest, die an deinem Arbeitsplatz. Also was für Cop-Killer, ich lach mich tot. Du bist ein gottverdammter Hampelmann. Bei Stress nimmst du Polizeihilfe doch dankend an. Bitch, du hast schon öfter die 110 gedrückt als Kollege auf der Hampelbank. Yeah. Oder willst
mir erzählen? Du hast ihn nicht gerufen, als bei dir eingebrochen wurde, hä? Du möchtest gern Superschuft, stehst im Fanblock deines Fußballclubs und schreist ACAB. Doch wenn es Stress gibt, dann suchst du Schutz. Junge, du hast schon öfter mit dem Bullen geredet als Dr. Doolittle und glaub mir, dass du dafür jetzt bluten musst. Also erzähl nicht, dass du gutes Kusch und Puder pusht. Denn Junge, du hast schon so oft mit dem Bullen geredet. In deiner Gegend begrüßen sie dich schon mit Bruderkuss. Ey, und wie gesagt, das ist für mich einfach ein Part, der ist so maximal schwierig für mich zu bewerten. Ne? Weil ich glaube, das ist was, wenn Nidal damit Gold richtig liegen würde, ne, dann hittet das anders krass. Und ich versuche jetzt einfach, mich irgendwie so in die Rolle des Betrachters zu sehen, der die Hintergründe nicht kennt. Wie kommt das dann für mich an? Einfach die Bars jetzt, ne? Einfach diese Story, die Vorwürfe, ne? Weil es ist wirklich Real Talk, das, was er zu mir sagt. Ich weiß einfach, dass es nicht trifft. Mich persönlich trifft es nicht, weil es einfach, es ist wie so Pokern. Du setzt gerade irgendwie auf die falsche Karte so, ne? Du denkst gerade, dass du mich gerade so überführst mäßig, ne? Dass du mir wirklich vor allem gerade ganz klar sagst, dass ich hier nur Scheiße erzähle, dass ich das alles so erfinden würde, dass ich mit nichts was zu tun hatte, dies, das, tralala. Und das sind einfach Sachen, ich stehe da und weiß, nein, Mann, Bro, es ist nicht so, wie du sagst. Es ist einfach nicht so, wie du sagst. Und deswegen zieht es für mich persönlich erstmal nicht als Gegner, der das abbekommt, ne? Und ist es für mich so ein Part, ne, der an mich gerichtet ist, sehr, sehr schwierig, den jetzt irgendwie zu bewerten, neutral zu bewerten. Ich kann mich in diesem Part so schwer in die Position von einem Zuschauer versetzen, ne? Und das Ganze einfach so zu bewerten, wenn ich halt nicht weiß, was ist da dran, was steckt dahinter und sowas, ne? Das es gibt so viele Angles, so viele Lines, ne, wo ich sage, ey, auch wenn die gegen mich kommen, ne, ich fühle da einfach, wie die geschrieben sind, ob die lustig sind, ne, oder ob die keine Ahnung zu der Kunstfigur passen und irgendwie treffen oder sowas, oder wenn ich da auch irgendwie überführt werde und weiß, ey, das ist geil, aber in dem Fall, ne, kann ich halt einfach nur sagen, ich persönlich weiß, Mann, du liegst da gerade komplett falsch. Real Talk, weiß ich nicht, ne? Es ist echt schwer zu sagen, wie sind die Lines, wie ist der Vorwurf an sich so aus Battle-Perspektive so. Ich höre mir die Runde zu Ende an und versuche das irgendwie zu machen, aber ist echt krass. Und dir nach? Hast du in dein Gesicht meinen Fußabdruck, du Schwätzer, du Träumer? Tust dir an auf den größten Verbrecher aus Deutschland? Doch Junge, was für Copkiller? Deine Crewmember sind Sever und Goiner. Ey yo, es heißt, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Doch außerhalb von Battles hast du keine Freunde. Was mir sagt, du bist ein Nichts. Denn egal, wo du auch bist, ob Darmstadt oder Kassel, überall ist nur deine Freundin mit dabei, die abartige Schabracke. Mit dir an ihrer Seite macht sie sich seit Jahren schon zum Affen. Denn sie ist zwar ein fettes Stück Scheiße, aber trotzdem nicht bereit dazu, das Arschloch zu verlassen. Das ist halt auch wieder eine sehr, sehr geile Line, hundertprozentig. Wo ich aber, wie gesagt, wenn ich es unter die Lupe nehme, sagen muss, dann kannst du mir halt den Vorwurf mit den Mutterlines nicht machen. Ich glaube, jetzt habe ich mir auch schon einen Kontakt, der gleich kommt, vorweggenommen. Aber für mich ist das nicht schlimm. Ne? Weder das eine noch das andere, auch im Titelmatch nicht. Ne? Dass er jetzt da über eine Ex-Freundin von mir redet. Ne? Zu dem Zeitpunkt war es noch meine Freundin, ne? Die ich auch einige Male mit dahin genommen habe. Es ist für mich vollkommen okay. Ich sage halt einfach nur, wenn du das Thema aufmachst, ne, wenn du sie da irgendwie mit reinziehst, dann finde ich, dann solltest du auch nicht über Mutterleins meckern. So. Also Alex, halt die Backen! Du erzählst also gegen Davy, dass du im Knast früher warst? Was denkst du eigentlich, wenn du Spaß hier verarscht? Denn wir wissen beide, dass du in Wahrheit für 2 Jahre in der Klapsmühle saßt. Ja? Und Junge, glaub mir, hätte man dich damals wirklich hinter Gittern gesteckt mit deinem Hitler-Komplex, dann hätte man den Nazi härter unter der Dusche missbraucht als bei American History X. Du hättest öfter Bus gebaut als MAN und für die anderen die Päckchen geschluckt, mit deiner Zahnbürste die Toiletten geputzt, denn du bist so ein verdammter Volldulli-Junge, dir schlugen sie selbst in der Klapse deine Fresse kaputt. Also was für Knastmutterficker, du musstest 2 Jahre in der Psychiatrie absitzen, daher wahrscheinlich auch dein Hang zu pädophilen Witzen. Doch ich werde deinen geisteskranken Arsch heute zurück in die scheiß Klinik schicken, nachdem mich tausendfach auf dem Alex rumtrampel wie Berlin-Touristen. Yeah!
Ja, und da muss ich jetzt, glaube ich, auch mehr Real Talk machen als je zuvor, weil da, sage ich mal, ist er zumindest so zu 50% richtig gefahren. Ne? Also da ist auf jeden Fall was dran. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der, also ob er das weiß, weil er gut recherchiert hat oder weil er weiß, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal in einem Battle gesagt habe. So, ne? Also ist für mich auch so ein Thema, wo ich nicht gerne drüber rede, aber es ist auf jeden Fall was dran, was er gesagt hat. Ne? Und das ist dann für mich halt auch was, wo ich da einfach stehe und zugeben muss, alles klar, krass, ne? Krass. Also es ist nicht ganz richtig, dass ich in dem einen nicht war, aber es ist richtig, dass ich in dem anderen war, nicht für 2 Jahre oder sonst was, aber ich finde, dass er das weiß, dass er damit in das Battle kommt und dass er da jetzt auch drüber philosophiert, wie war die Zeit da oder was hättest du für Erfahrungen gemacht, wenn du in dem anderen und in dem einen und nicht in dem anderen gewesen wärst. Das finde ich schon krass. Das finde ich schon krass, ist aber für mich trotzdem irgendwie noch diese Überschrift über diesen ganzen Battle, mich so ein bisschen so als Faker darzustellen. So als der Waschlappen, so der sich als jemand präsentiert, der er nicht ist, ne, der überall untergegangen wäre, wo er halt von redet. So, weil die Leute mich ausgelacht hätten, weil ich überall der Lauch gewesen wäre. Ich hätte hier kassiert, ich hätte da kassiert, ne, ich hätte, keine Ahnung, nichts verkauft, ich hätte nur aufs Maul bekommen und so und so. Und deswegen sage ich halt, ich finde, die Überschrift ist einfach falsch. Ne? Ich kenne mich so, ich weiß, wie ich aussehe, wie ich wirke, so, und ich weiß aber auch, dass ich nirgendwo gesagt habe, ich bin so ein Pablo Escobar oder sowas, ne? Ich habe immer gesagt, ich bin einfach jemand, der draußen gewesen ist, der mit den Jungs sein Ding gemacht hat, und mehr braucht man vielleicht erstmal gar nicht sagen, ne? Also ich kenne meine Wurzeln, ich kenne meine Geschichte. Ich bin froh, dass ich damit abgeschlossen habe, dass es heute nicht mehr so ist, und deswegen finde ich so diese Gesamtüberschrift, ne? Die kannst du nieder abkaufen, wenn du mich siehst, das weiß ich. Ne? Also ich finde, man kann drüber nachdenken, dass das alles so ist, wie er sagt. Das, was auf jeden Fall für mich gezündet hat und auf jeden Fall auch irgendwo getroffen hat, ist jetzt, wie gesagt, dieser letzte Abschnitt mit der geschlossenen und so. Das war für mich in dem Fall auch krass. Ne? Also das hat schon wirklich geballert. Also zieh mal hier keinen Dicken, wie ich, wenn ich mir an den Schwanz packe, denn die einzige Umarmung, die du jemals bekommen hast, war deine eigene in der Zwangsjacke. Yeah! Guck, deine Karten sind verdammt kacke, mit deinen Zweckreimketten, dir wurde schon öfter was verschrieben als mit Rechtschreibschwäche, doch gegen mich schluckst du heute die bitterste Pille deines Lebens. Also mach mal nicht in deinem Party auf Toni. Junge, glaub mir, der Letzte, der mein Gürtel anfassen wollte, war dieser Homie von Falk und Kakobi. Yeah! So, war time, ne? Boah, und ey, nochmal, also ich gehe jetzt schon mal so weit, dass ich sage, für mich ist das Real Talk das beste Titelmatch, also bis dahin sowieso, ne? Gucken wir uns die Titelmatches 4, 5 und 6 erstmal an und ranken dann vielleicht nochmal die Titelmatches so. Ich sag euch, was ich denke. Ich bin aber jetzt nach 2 Runden von uns beiden schon wirklich der Meinung, das hier ist besser als das erste Titelmatch, das ist besser als das zweite Titelmatch. So, ne? Ich finde auch, Nidal hat sich in der zweiten extrem gesteigert, genauso wie ich zu meiner ersten. Und ich find's wieder mal extrem schwierig, ne? Ich find's wieder mal extrem schwierig, weil ich habe euch gesagt, gerade so diese komplette erste Hälfte von seinem Part fällt für mich, da fällt es für mich so schwierig, mich da halt in die Zuschauerrolle zu versetzen und zu sagen, ey, ohne zu prüfen, ist das jetzt richtig, ne? Also ziehen diese Vorwürfe wirklich oder ist das, wie gesagt, alles auf eine Karte setzen, und in dem Fall geht's halt leider nicht auf. Für mich persönlich, ne, ich habe ja auch, ich kann ja in dem Fall nichts dazu sagen oder sowas. Das ist für mich halt immer das Schwierige, ne? Und ich glaube, die Dinger, die ich halt aufgemacht habe, die waren halt greifbar. Das waren halt nicht diese Vermutungen, ne? Ich habe gesagt, du hast diese Aussage im letzten Titelmatch gemacht, du hast das und das gemacht, du hast dich so und so verändert, ne? Das und das sind die Beispiele, woran ich das festmache. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich glaube, dass der letzte Abschnitt von Nidal in der zweiten Runde
trotzdem der war, der auf persönlicher Ebene am heftigsten gesessen hat, so, ne? Weil, wie gesagt, ab da, wo es auch um diese Klapsezeit ging und sowas, es hat mich jetzt nicht traurig gemacht, ne? Für mich ist das sage ich euch immer wieder, so verletzen tut es nicht, aber es hat schon irgendwie getroffen, so, ne? Es war irgendwie, ich weiß nicht, wie ich dieses Gefühl beschreiben soll, es war irgendwie krass, dass dieses Thema so aufgemacht wird, ne? Und dass jemand so darüber philosophiert, ne, wie war es da und dies und das, ich weiß es nicht, das ist auf jeden Fall ein Gefühl, das habe ich nicht oft in Battles bekommen, ne, ich musste so ein bisschen drüber nachdenken oder sowas, ne, gekränkt hat es mich nicht, aber es hat mich anders gehittet als viele, viele andere Lines, vor allem als dieser ganze Part davor, trotzdem war der Part davor ja auch gut, ne, nur für mich hat er halt einfach nicht so gezündet, deswegen, ich weiß es nicht, ne, also ich würde irgendwo ein Unentschieden geben, weil ich finde, das ist, es war wieder so, es wurde sehr, viel persönlicher von beiden Seiten, ne, meins, finde ich, ist erstmal greifbarer gewesen, ne, seins, ich weiß nicht, so, ich versuche mich in die Zuschauerrolle zu versetzen und komme dann aber auch nicht vom Gedanken weg, dass mir bei Nidal irgendwie Beispiele gefehlt haben. Warum denkst du das? Also sagst du jetzt einfach, okay, da steht so ein schmaler Spargeltarzan vor dir und dem glaubt man das nicht? Ne, da denke ich mir, Bruder, Scarface hat auch unter 80 Kilo gewogen, ne? Aber ich will da ja auch gar nicht übertreiben oder sowas, ne? Wie gesagt, würde ich mich hinstellen, würde sagen, ey, ich bin der Pate von Bonn oder sowas, ne? Also Real Talk, so, keiner hier ist krasser als ich, dass dann jemand ankommt und sagt, im Leben nicht, kaufe ich dann auch hundertprozentig ab, ne? Da würde ich mir auch selber dumm vorkommen in dieser Rolle, aber dass ich mit diesen ganzen Dingen zu tun hatte, ne, dass ich halt auch eine sehr, sehr, wie soll man sagen, ne, so eine Geschichte hinter mir habe, die jemand, der einen normalen, geraden Weg geht, vielleicht überhaupt nicht kennt oder für den das vielleicht schon filmreif wäre oder sowas, das kann ich halt nicht abstreiten, das war halt Real Talk so, ne, und deswegen, weiß ich nicht, hätte mir, um das auch als Zuschauer irgendwie mehr greifen zu können, irgendwie ein Beispiel gefehlt. Irgendwas, wo Nidal vielleicht gesagt hätte, ey, ich weiß, dass das so und so ist, ne? Und für mich war das wirklich Pokern. Und ich glaube auch von den Crowd-Reactions, ne? Dieses Enthauptende, wo alle dann merken, ey, das war das, was gesessen hat, das kam halt auch von der Crowd nicht zurück. Und deswegen, ich will meins wirklich nicht schönreden. Ich würde sagen, so wie ich das jetzt bewerten kann, so wie ich das sehe, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Real Talk die zweite auch wieder bei mir sehen. Ne? Aber genauso knapp wie die erste. Ne? Also man kann das alles in allem immer noch sagen, bis hierhin steht es unentschieden. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich beide Runden bisher minimal an mich geben, aber ich würde es auch zu 100% verstehen, wenn beide Runden bisher an Nidal von anderen Leuten gegeben werden. Ne? Ich stehe auch 100% dahinter, dass es Leute gibt, die sagen, ey, so wie Nidal das da in der zweiten Runde gerappt hat, ist das komplett glaubhaft. Jarambo ist voll der Lappen, der labert nur Scheiße und die Runde geht sowas von an Nidal. Ne? Kann ich mit leben, ne? Weil er hat es sehr, sehr gut gemacht und alles. Ich habe mich jetzt 100-mal wiederholt, ne, schwierig, das für mich neutral zu bewerten, so. Deswegen kann ich euch halt nur meine Meinung geben, verstehe und respektiere andere Meinungen, aber für mich ist das ein Unentschieden mit einer minimalen Tendenz zu mir. Und jetzt gehen wir ins Finale, Baby.